Ja, dann würde ich sagen, dann können wir anfangen, meine Damen und Herren. Ich fange erstmal auf Deutsch an, später ein bisschen auf Englisch, dann wieder auf Deutsch. Das geht also ein bisschen hin und her heute. Herzlich willkommen zur öffentlichen Diskussionsveranstaltung Internationalisierung in Wissenschafts- und Universitäten, organisiert vom Hausdorff Center for Mathematics der Universität Bonn. Jetzt rede ich mal kurz auf Englisch weiter. Welcome, ladies and gentlemen, to our panel discussion, Internationalization in Science and Universities, which is part of the two-day kickoff meeting of the Global Math Network. As I just said in German, I'm going to switch back and forth between English and German a couple of times today. I hope we will manage this way, and I hope that the interpreters will manage this way. Now I'm going to switch back to German and stay there for a while. Mein Name ist Herr Martin Viada, ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und darf Sie als Moderator heute durch die Veranstaltung begleiten. Im Augenblick besteht das Global Network aus 5 international sehr angesehenen Institutionen und es geht darum, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer Karriere zu unterstützen. Insofern ist schon das Netzwerk ein Ausdruck von Internationalisierung. Aber was bedeutet jetzt Internationalisierung eigentlich genau für die 5 beteiligten Partnerinstitutionen? Und wie unterscheiden sich vielleicht auch ihre Internationalisierungsstrategien? Gibt es vielleicht so etwas wie einen gemeinsamen Zugang, eine Strategie, die immer gleich ist, die auch vielleicht allgemeingültig sein kann? Oder muss es zwangsläufig von Ort zu Ort ganz unterschiedlich sein, wenn es um Internationalisierung geht? Darüber werden wir in ein paar Minuten ausführlicher sprechen. Danach, und zwar auf Englisch dann wiederum, wir haben einige internationale Gäste hier, und danach werden wir wieder in einer deutschsprachigen Podiumsdiskussion auch, ja, wie man so schön sagt, die Stakeholders aus Politik und Wissenschaft einbeziehen. Jetzt rede ich nochmal auf Englisch weiter, ganz kurz. Soll ich immer dazu sagen, damit diejenigen, die ein Gerät aufhaben, wissen, was kommt. But first let's watch. Bonn is located at the heart of Europe. It is the German home of the United Nations and hosts many federal ministries and international organizations. Bonn is renowned for Beethoven and the Haribo gummy bears, for the Rhine River and the Siebengebirge Hills, as well as important research institutes and for its university. At the center of the city, you will find the university's Baroque main building, surrounded by churches, administrative and commercial buildings, and the green Hofgartenpark. This is where the Rhineland meets the world. Students, scientists and scholars alike value Bonn as one of Germany's most vibrant core regions, an excellent place for research, teaching and studies. Law, economics, mathematics, philosophy, life sciences, as well as physics, chemistry and medicine. All these disciplines form part of the university's outstanding research profile. Bonn scientists and scholars contribute to international networks. Bonn is a great place to establish and develop ambitious research projects. Bonn is the place to be for thousands of employees of the university hospital, the research funding organizations and research institutes, as well as the students who frequently choose to settle here beyond their graduation. Be warned, Bonn makes you want to stay. All right, I think you can also give an applause for that. Thank you.
Actually, I can imagine that the other four partners in the Global Math Network probably have very similar short films in store. But let's find that out by talking to the representatives of three of the five partner institutions, including the University of Bonn. Ladies and gentlemen, please welcome Gerard Ben-Arous, Gang Tian, and Michael Hoch. Please join me up here. Welcome, gentlemen. You represent three universities, one from the US, one from China, and one from Germany. So I will start with Gang Tian. Okay. You have been, until July actually, been Dean of the School of Mathematical Sciences at Peking University. And talking about internationalization, well, you spent much of your academic life in the United States as professor at MIT, and until earlier this year also in part-time, so to speak, at Princeton. Before we talk about Peking's internationalization strategy, Professor Tian, I would be interested in your own personal internationalization strategy, because you were moving back and forth between China and the US all the time. How does that work in practical life? Okay, actually, I went to the States, United States in 1984 as a student going for PhD. Actually, when I was in the college, that's in the late 70s and early 80s, I was not quite motivated to go to abroad, because I thought this being in China is good enough, and also I rather spend the time on the things I'm interested instead of just going abroad or to be internationalized. At that time, it's very popular for Chinese students to go abroad because academically and the life, economically, was all much better in the US or in Europe than in China. But then in 83, when I was a graduate student, my advice in China brought me to Canada for summer school. So after spending 2 weeks in the US and also in the Canada, in Montreal and Berkeley, so I realized without going to abroad, I will be behind my fellow Chinese students. Mm. So and you spent quite a lot of time then in North America after that. So then after I came back, I basically say I think mathematically I'm very good, but without a good and better environment or education, I probably will behind all these other students, they got better educated in Berkeley or in the other places. So after I coming back from this trip, so I decided to go to study abroad, to take my PhD study abroad. And a lot has changed in the last 30 years when it comes to Chinese universities. I think that 30 years ago, Chinese universities were not really talking about internationalization, and now they are. I think they do, in a different sense. For example, why I started this story more than 20, 30 years ago is because at that time, I was a master's degree student in Peking University, and I was sent abroad. Mm-hmm. I mean, even without, they didn't pay me. I need to get a fellowship and so on, but they allowed me to study abroad. But basically it was one-way thing. Students were sent somewhere else. Yes, that time was one way because the Chinese economy was not that great, mm-hmm. as not as good as today's mm-hmm. economy. So it's the difference is, economically difference is very big. So basically, that's one way we send people out mm-hmm. and to learn things. But of course, when we went abroad, always our advisor or university say, okay, we hope you come back after a mm-hmm. few years. I mean, of course, they knew it won't happen for a while, and mm-hmm. at least they don't see that in the foreseeable future. So how is the situation? They already said that they hope you to come back. I think I said in heart they still. Is the intention or same as mm-hmm. what they try to do now, but just different means. And how's the situation today? What is the internationalization strategy of Peking University, for example, nowadays? Is it about
still about sending students away, but also about attracting now people? More both ways. Of course, as you know, the China is after 30 years, and we do much better now. And university has more funding, much more funding. So also state government is very supportive to a fundamental research. It's, mm-hmm. So it's actually raised a very high, pay a very serious attention. So we do both ways. First, we send students abroad. Unlike what I did before, basically I still rely on I went to San Diego first, then to Harvard. I was on a fellowship. But we spent money to let students, even undergraduates, spend one year abroad. So to study, or PhD students, postdocs, the young faculty, they had opportunity to get actual funding to spend some time abroad in order to be to advance their research. Mm-hmm. And on the other hand, especially in the recent years, we try to attract the people back. And maybe some of you heard about the Southern program. Mm-hmm. At the beginning, for senior people, like being a professor in Bonn, and being actually not only Chinese, but it's so far only successful for Chinese, and we brought him back as a professor and paid competitively. So right now you're at the stage that you first of all want to attract Chinese scholars that are abroad mostly. Are you also trying to attract international students? Yes, we try everyone, and we try everyone. We actually even special for non-Chinese, and the government offered more money and more flexibility, like you don't need to come back full time. You just need to spend a few, for example, professor in Bonn. And after you retire, you want to come back. Anytime you come back, I guess, come to China to work for part-time. And let's see, you retire here 65, so that's... You're good at advertising that already. Yeah. Not only that. We basically want to attract everyone, and so for example, postdocs, and we offer competitive salary, at least competitive in Europe. So, and we try the young faculty. Two and a few people, but it's right now it's still more successful for Chinese people of Chinese origin because of, I guess, the culture. Mm-hmm. Yeah. And also, I think the one fundamental thing is, for example, to try the young people, I think the key thing is not only economic, also for career development. And like if a young person, like after PhD or after postdoc, spend a few years in China, not necessarily permanently, of course we welcome, but if he or she feel after a few years it's very good for his for or her this research or her career in the future, and that's I think will be make it very attractive. Mm-hmm. So we see a lot of things have changed. We leave it there for a minute and I'll get back to you later on. Yeah. So there's a lot of things going on, not only in China though. Gerard Ben-Ou, you are professor of mathematics at the current Institute of Mathematical Sciences of New York University. You were appointed director of the current institute in 2009 and you were appointed vice provost for science and engineering development of NYU in 2011. Originally, you're from France. You have been professor in Paris. You have been professor at the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne. So basically, internationalization, as we saw with Professor Tiang, and with you, the same thing, means ending up in the U.S., right? People at some point end up in the U.S. and stay there. So, no, for me, of course, it happened later. I was when I moved to... I had a longer career in France as a student and then as a professor, an administrator too there, as a director of all sorts of things, before I moved to Switzerland, I was already 40 years old or something. Mm-hmm. And I imagined I would stay in Switzerland, but then at some point,
New York was more attractive. And it was not a matter of competitive salaries. You know, it's hard to beat the Switzerland, the Swiss thing. It was more that there are more movies in New York than in Lausanne. Okay, it was about movies. Maybe not only about movies. But now, talking about internationalization and new stages of internationalization, mm-hmm. you're going to move on again. Yes. You're going to China, actually, in January, yes. to Shanghai, to build up a branch campus there of your university. So that's the new thing, China? Not only China. In fact, interestingly, so this is called the Global Math Network. In fact, this NYU, New York University, has started 10 years ago something which is called the GNU, the Global Network University, mm-hmm. not only in math. And so this is made of something like 15 campuses across the planet, but mainly on, so places in, you know, in Paris, in Buenos Aires, in Africa, wherever, but with two branch campuses where students can enter and spend their whole undergrad career there, not only visit and spend time, but then they can move around all these 15 places. Wherever you are, you can. So there are three main campuses, one in New York, one in Abu Dhabi, and one in Shanghai, and plus places to be, and you know, in Berlin, in London, etc. And so these two campuses, branch campuses as we call them, in Abu Dhabi and Shanghai, have been built, I mean, for a while now. The one in Abu Dhabi is maybe a little more advanced because it started a bit earlier. The one in China is being built. And we went there essentially because China called us. In fact, in this case, not China as the whole thing, but the region of Shanghai, the city of Shanghai, wanted to have foreign university come and establish themselves. And they've helped us, of course, with a local partner, which is East China Normal University, mm-hmm. a part of a university in Shanghai. And so this has begun now for a few mm-hmm. years. We have recruited a few professors in math, for instance, only two permanent ones, but many people are coming for short periods. Mm-hmm. And so I've decided to move there for 3 years to really build it. So internationalization outside of the U.S., yes. is it about excellence of research or is it about money? So it's none of these two. Initially, we are not, at this point, it's mainly an undergrad experience there. Of course, we're sending top researchers, but it's mainly a question of market. It's a market of students. The, you know, NYU is not Princeton, is not, I mean, Courant is ranked very high, but NYU is a good, very good university, but it has to fight to stay up there. And one of the things that this brings is, of course, the fact that it's extremely attractive for students. When we interview students now, and they have taken this for granted very quickly. Mm-hmm. We started a few, maybe 6 or 7 or 8 mm-hmm. years back. And now for students coming to NYU, this is one of the first reasons why mm-hmm. they come. Initially, it was because they liked New York. Mm-hmm. But now it's mainly because they know that they can spend a year in Prague or go to Shanghai or mm-hmm. Abu Dhabi. And, of course, on the other side, it's the same thing. We have students in... So in China, for instance, we'll have half of the population of our students, undergrad students, mm-hmm. are from China, and half are from all over the planet. And the students from China are very happy to be able to mm-hmm. move to New York or elsewhere in this thing. Mm-hmm. So the student, there is a need. There is obviously mm-hmm. a call yeah. for the students to do that. So that was probably initially mm-hmm. the first thing. And of course now it's also bringing the rest, which is research. Mm-hmm. So talk about research for a minute maybe. And please be honest on that. Are you looking at all at European universities when you talk about internationalization of research, top researchers, or are you looking about Asia more and so, more? So it depends. When we're talking about collaborations, of course, Europe is still at this point, you know, in China, of course, and math is a special thing. China has very, very, very strong people in math, but globally, maybe not yet there compared to mm-hmm. Germany, France, England, Switzerland, but coming there very fast. But in terms of, you know, it depends how you look at it. I was a provost, a dean, so of course you look at it also as how you recruit people. And so now it's not collaboration, it's predation. It's how do you steal a German
or a Swiss or a French to bring him to the U.S. Does that still work? That still works, of course. If we want somebody, we do. Except you get him or her. We, not always. I mean, it's just win some, lose some. Mm-hmm. But this is that's a completely different angle, but which is also part of internationalization. People are circulating, mm-hmm. and precisely because they find better things in other places. We sometimes pride ourselves, and we'll talk about that later on, that Germany has become more attractive for researchers and that it is easier for German universities to retain researchers, excellent researchers, or to gain them. Would you agree with that, or don't you feel that so much? From your perspective. So let me not be specific with Germany. Oh, you want to be polite, good. No, I don't want to be polite. It's just I don't have that much experience with recently in this direction. But with Europe in general, it's true. For instance, recently we had, in mathematics, in my sub-discipline, we had managed to attract a top young guy whom I knew from Switzerland and whom I was happy to see got the Fields Medal. Mm-hmm. That's Martin Heyre. And then he left. He went back to England because England just managed to attract him back, mm-hmm. essentially for question. Oh, this is for a very complicated story. But in the end, he didn't do what would have happened 20 years ago, that is, stay in the U.S. So it was a loss for us. It's a good thing. I know him well. He's mm-hmm. a friend. So his career is well in England. But so you know, globally, this does happen. There is a shift there. All right, thanks for a minute, Jared. Let's go back to Bonn. Michael Hoch, you're, I think besides myself, the only non-mathematician up here or up in front here. Yes. You're professor for molecular development biology and co-founder of the Life and Medical Science Cluster at Institut Jordan-Limes here at the University of Bonn. Moreover, since 2015, you're rector of the university. When you took office, was internationalization one of your core objectives? I'm guessing you will agree, but really, was it or just on paper? I mean, were you really about internationalization or were other things more important in the beginning? So I think that internationalization comes with a strategy to recruit the best people. Okay, so I would like to stress this mm-hmm. because I think that the point is that structures become successful if you manage to get a first person who is really exciting, and that attracts the next one, and that attracts the next one. And all of a sudden, you have a certain environment. Mm-hmm. And that environment is attractive also for students, mm-hmm. because students nowadays, of course, they select very well, also German mm-hmm. students, where to go. Mm-hmm. And so internationalization comes along with this. Of course, everyone has also an agenda, but I think that's the key, to get the best people and then others follow. Do you get them? We get them in certain areas. For example, mathematics, I think, and we can mm-hmm. document this very well because of the many prizes and so forth. You know this also. And it also occurs in economics, for example. Mm-hmm. We had one of the, I think, the only Nobel Prize winner in economics in Germany. In physics, you know, so in a couple mm-hmm. of subjects, but not all throughout the subjects, of course. The University of Bonn is a comprehensive university mm-hmm. with 7 faculties, so there's quite a broadness. Mm-hmm. But on the other hand, you know, you need this basis, a broad basis, to get the top people emerging, right? So that's also something. So what has emerged now can disappear mm-hmm. in a couple of years from now. And from the base, you have to make sure by seeding, you know, mm-hmm. seed money and so, that new things come up. And that's what we have to do in the as a head of heads of the university. Mm-hmm. So let's talk about the framework for a minute. Yeah. Those top researchers that everybody wants, what do they want before they come? What do they expect? Is it about money? Is it about the environment? What is it? I think money is an issue to a certain extent. It's the movies maybe, for Gerard. Yeah, but I think the reason why your colleague, Heyre, I think that's, I have heard this name also, may have moved is because of family reasons, you know? And that is a very important issue. I think true. You know that's this. That's a spousal that it's thing. In a way, you know, it's how you recruit not a single person, but you recruit, in most cases, a family. And the family, of course, has links at some point, maybe to a certain
site, or you know, and they would like to come home at one at one point. And of course, then you cannot influence this by giving more money or so. That works for a certain time, but then not throughout. So I mean, you are in office since 2015, but would you say that things have changed since then already? Is there a different perception of the university or a different perception of Germany in general? Or is the time too short for that? The time, you know, from the perspective of the rectorate, may be too short. But I have been involved in several initiatives at this university beforehand. So I was the speaker of a collaborative research center for 12 years, and that ended only recently. I was a member of an excellence cluster in immunology. So I had a perspective as a scientist. And so what I can say is that, you know, through the means of the excellence strategy or initiative, we had also, you know, we could build an infrastructure, which for an experimental scientist like me is also very important, which is the prerequisite of recruiting good people, because to be at the forefront, you need also, it's also at one point a question of equipment. So not only, of course, but also, right, if you think about microscopy or physics or so. And with the money that was given through this initiative, this could be built. And so that led to, if you want, so clusters of excellence emerging, and not only at our university, but I think and many more. This is why this was a very positive development, in my opinion, that has changed the universities altogether quite a bit. And then there are often those seemingly little small steps like the Global Math Network, one step. Exactly. Why is it important? What is the benefit of the Global Math Network? I mean, you are moving back and forth already, and researchers, young researchers are. Why this network on top of it? Me? Yes, your expectation. Yeah. I think it's in Peking University has joined this global network because we thought this is a good idea, and so that to have Chinese students to spend some time in, let's say, in Bonn or in Kurang, or still German students here spend some time. So it's they can learn from each other and maybe a benefit from talking to each other. I think from our perspective, it's I guess I didn't finish what I tried to say. It's and the one reason is a few non-Chinese come to China at the moment because our level of faculty is still needs to be improved. Right? Of course, we are improving, but still not enough. So that's why we need our younger people spend some time abroad. I think this is, for example, NYU is interested in China, as Gerard said. It's because China has population is big. And it has a lot of human resources. A lot of talents. A lot of talents. So it's important for any university to attract the talented people. When I was in Princeton, for example, Princeton has advantages in China, or maybe even over the NYU. Princeton attract the best people from all around the world, Chinese or maybe few from Europe, but from Eastern Europe, there are a lot from Eastern Europe or from South America or so on. Okay, and for example, for me, I feel by retiring from Princeton, the biggest loss is not economically. Of course, economically I lose money, but that's I don't feel that's. I'm old enough, I don't need that much money. And anyway, but I think the biggest loss is I don't get foreign students in China. I get many good Chinese students, but because in today's talk, I mentioned two German students. Yeah. So it's really, really good. But I could do that when I was in Princeton. So you hope that by building up the Global Math Network that this will change? Yes, we can see more people from different parts of the world, and they somehow compensate what the loss we have in China. Thank you. Gerard, your expectations?
So, you know, in fact, it's more than expectation. The first student of the global math network already exists. And he comes from Bonn, and he is in Courant working with me. Of course, he arrived before the global math, he arrived a few months ago. So he didn't know that he was part of that network. Officially, he is from today. So, and in fact, it's a great thing. Just, we have plenty of good students in New York. It just happened that, of course, this young student, Simon, okay, I won't even try to say his name in German, but Buchholz or something like this. Not bad, not bad. has been, for the moment, educated here by Stefan Mueller and brings something else. Of course, he's coming to work. It's simply sharing science also at a different level. He has a certain type of training and interests. By coming to me, I gave him different topics. He's learning. I'm sure this will continue. He probably will end up being collaborators after he graduates here. And that's exactly how things are supposed to move. So naturally, one team, one professor, will have a certain type of topics. And it's very good to... Mm-hmm. That's the best way to steal the knowledge of Stefan Mueller. Well, while you're not realizing that he's stealing your knowledge. Yeah. But we could have all of this without this network. I mean, researchers work together anyways. So what's the extra benefit? So... maybe let me first come back to what Professor Tian said. So we have a senior professor program, so they cannot, we want to prevent these professors from mathematics to come to, you know, after their retirement. So that's just a little remark, no, a funny remark. No, I think organizing this is basically the difference, you know, so that people, also the young people, can meet the ones that are exchanged, and so a community is being formed. And maybe let me come from, or mention this, I remember this very well when I was a diploma student, long time ago. And I later on did my PhD, and so developmental biology is a very strong field in Germany, because there have been many people also from the past, a long tradition, scientific tradition, and I knew people in the field from the publications. Mm-hmm. You know, so you read this fantastic publication, and when you can meet the people, this really makes a difference. So you, because you need this as a young person to get in contact with someone who has made a major contribution to the field. You need this for your own career, this type of, you know, if you want a gas which drives you forward. And this network, I think, also can you know, provide this, namely that the students can meet you. And I think that's really fantastic. It's fantastic, and it's also very basic, very fundamental, that it's about meeting people again. It's not about only exchanging ideas on an abstract level. It's about meeting people. Thank you very much, Michael Hoch. I'm making our mathematical world smaller. So. Yeah. Thank you very much also, Gan Tian and Gerard Benarous. Thank you very much for being here. So I'm going to switch back to German now. Wir kommen jetzt gleich zu unserer Podiumsdiskussion. Jetzt wollen wir uns gleich nochmal anschauen, wie denn Politik und Wissenschaft zusammenwirken können, um tatsächlich auch die Internationalisierung hier in Deutschland, nicht nur, aber auch an der Universität Bonn voranzutreiben. Kann es eigentlich auch zu viel Internationalisierung geben oder vielleicht gut gemeinte, aber am Ende eben doch schlecht gemachte Internationalisierung? Und nochmal ganz grundsätzlich gefragt, auch was bedeutet denn jetzt eigentlich Internationalisierung abseits von all den immer gehörten Allgemeinplätzen, die in Reden nicht fehlen können. Aber wir wollen die Besten haben und die Besten weltweit und die jüngsten, die tollsten Talente. Was heißt es denn konkret? Wie kriegt man die denn, wenn alle sie haben wollen? Einen ersten ganz konkreten Eindruck von Internationalisierung auch in Bezug auf das Hausdorff Center kann uns der folgende ebenfalls brandneue Trailer vermitteln, mit dem sich das Hausdorff Center vor allem beim internationalen Publikum vorstellen möchte. Meine Damen und Herren, der Hausdorff Center Trailer. Thank you.
Ja, und eingestimmt auf unsere Diskussion möchte ich jetzt meine Gesprächspartner zu mir nach vorne bitten, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie mit mir Dr. Dorothee Zwonek, Dr. Claudia Lücking-Michel, Professor Dr. Katharina Stroppel, Dr. Volker Rieke, Professor Dr. Karl Theodor Sturm und Dr. Dietmar Möhler. Kommen Sie bitte zu mir nach vorne. Eine lange Reihe, die wir hier aufbauen. Die meisten werden es wissen, aber das ist ein ganz neuer Hörsaal. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Diskussionsveranstaltungen hier stattgefunden haben. Ich glaube, nicht allzu viele. Insofern ist das auf eine gewisse Weise auch eine Premiere heute. Die Zahlen waren ja schon mal beeindruckend. Eben, wenn ich es richtig gelesen habe, 67% internationaler Anteil im Hausdorff Center. Das ist schon beeindruckend. Im Film haben wir auch Katharina Stroppel kurz gesehen. Sie sind seit 2008 Professorin für Mathematik hier und Associate Director of Graduate Studies im Hausdorff Center. Und wenn ich mir Ihren Lebenslauf angucke, kann ich nur sagen, okay, da weiß jemand, was Internationalisierung heißt. Postdoc an der University of Leicester, Assistenzprofessuren an der Universität Aarhus, an der Universität Glasgow, an letzterer auch Lecturer and Reader, von Neumann Fellow am Institute for Advanced Study in Princeton. Und da fragt man sich ja dann, Frau Stroppel, was als nächstes kommt. Bleiben Sie eine Weile hier erstmal? Ja, es ist schwierig, das in Bonn zu sagen. Sie müssen jetzt nicht antworten, Sie können antworten. Nee, also ich war auch 2012 noch in Chicago für ein Jahr, von der Visiting Professorship. Und mich hat es wirklich auch wieder nach Bonn zurückgezogen. Ein Punkt, was mir wirklich viel bedeutet in Bonn ist die Studenten. Wir haben hervorragende Studenten und es macht wirklich Spaß, die auszubilden. Und was man eben hier sieht im Moment für mich ist, dass es vorwärts geht. Also in USA gibt es sehr viele renommierte Universitäten, da muss man hin, da muss ich auch immer wieder hin. Das ist völlig klar, aber ich muss da nicht unbedingt immer sein. Also Sie bleiben erstmal hier, das merke ich schon. Zuerst mal, ja. Herzlich willkommen. Herr Möhler, Sie sind promovierter Jurist, Ministerialdirigent, leiten die Abteilung Hochschulen und Planung Hochschulmedizin im Nordrhein-Westfälischen Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Sie haben über 30 Jahre Administrationserfahrung, auch in der Kultusministerkonferenz sind Sie sehr aktiv, unter anderem im Hochschulausschuss. Auch an Sie nur eine ganz kurze Frage zum Anfang, dieses Thema Internationalisierung, seit wann redet man im Hochschulausschuss darüber? Immer schon? Solange es bei den Universitäten ein Thema ist, ist es auch im Hochschulausschuss ein Thema. Und seit wann ist es ein Thema? Immer schon? Nein, immer schon nicht. Ich bin seit 7 Jahren im Hochschulausschuss. Also ich nehme an, dass die Kollegen vorher auch schon darüber gesprochen haben. Wir reden ja jedenfalls regelmäßig darüber. Aber ich werde Sie nachher nochmal fragen, inwiefern man sieht, dass da ein Tempo zugenommen hat an der Stelle. Ganz herzlich willkommen erstmal. Ich begrüße Dorothee Zwonek. Sie sind seit 2007 Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Juristin von Hause aus. Sie waren, bevor Sie zu DFG kamen, Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalens. Davor 4 Jahre lang stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Forschungszentrums Jülich. DFG-Internationalisierung ist ja eigentlich immer, ne? Also ich meine, wie hoch ist der Anteil der internationalen Gutachter bei Ihnen in den Panels? Der ist schon sehr hoch immer gewesen. Also bei der aktuellen Extra haben wir schon wegen der Befangenheiten, aber natürlich auch, weil wir da einen besonderen Wettbewerbsraum aufspannen, mehr als 95% internationale Gutachter. Das ist interessant, da werden wir nachher mal drüber sprechen können, ob es eigentlich so viele Exzellente, wo man die eigentlich alle herkriegt, diese exzellenten internationalen Gutachter, wie sowas eigentlich funktioniert. Also wenn die Exzellenten in Deutschland alle selbst tätig sind und hoch vernetzt, dann ist ja völlig klar, dass man aus diesen Riegen hier keine Gutachter mehr gewinnen kann. Also insofern ist das schon ganz normal, dass wir in die internationale Szene gehen. Aber auch in unseren normalen Verfahren haben wir etwa 30% internationale Gutachter. Das hängt einfach an den Themen, die angeboten werden und natürlich daran, dass, ich würde sagen, fast 50% aller unserer Projektförderung in irgendeiner Weise auch Kooperationen mit verschiedenen Ländern hat, sodass ohnehin die Forschung, die wir fördern, in einem internationalen Wettbewerbsraum beheimatet ist. Herzlich willkommen.
Herr Rieke, Sie sind Abteilungsleiter für europäische internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung im BMBF. Und Sie vertreten Herrn Staatssekretär Schütte, der nach Berlin musste heute hier bei uns. Herr Rieke, auch Sie sind Jurist. Wir haben eine hohe Juristendichte hier vorne mal wieder. Sie waren unter anderem Leiter der Abteilung Wissenschaft, Forschung und Technologien der Deutschen Botschaft in den USA von 2005 bis 2007. Schön, dass Sie da sind. Auch an Sie erstmal so eine ganz kurze Einstiegsfrage. Wie waren das damals so zwischen 2005 und 2007? War da Deutschland schon in Sachen Wissenschaft so richtig auf dem Schirm dort drüben oder ging das da gerade erst eigentlich los? Also wie es gerade schon auch intoniert wurde, ich glaube, Wissenschaft war schon immer international und insofern so zu tun, als wenn das irgendwann vor kurzem erst angefangen hätte, ich glaube, das würde der Sache nicht gerecht, aber der Zeitpunkt 2005 bis 2007 war in der Tat interessant, weil das war der Start der ersten Exzellenzinitiative, der ersten Runde. Und das war schon beeindruckend zu sehen, die amerikanischen Universitäten, mit denen wir ja auch viel Austausch hatten, wo wir häufig mit Delegationen zu Gast waren, haben das wahrgenommen. Das war ein deutliches Signal, was für die Sichtbarkeit des Wissenschafts- und Forschungsstandorts Deutschland hohen Impact, hohe Wirkung hatte. Und das ist eine Entwicklung, glaube ich, die im Ausland mit Interesse verfolgt wurde und die dann auch dazu geführt hat, das kann man, wir kommen bestimmt noch später darauf zu sprechen, dass die deutschen Hochschulen sich auch immer weiter internationalisiert haben, weil wir immer attraktiver auch für Studenten aus der ganzen Welt wurden. Mhm. Auf jeden Fall eine interessante Zeit gewesen, zu der Zeitpunkt in den USA zu sein und dann eben dort die Perspektive auf Deutschland zu sehen, was sich in Deutschland tat. Herzlich willkommen. Frau Lücking-Michel, von 2013 bis 2017 haben Sie die Stadt Bonn im Bundestag vertreten. Sie waren Mitglied der CDU-Fraktion, besonders engagiert im Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Darüber hinaus waren Sie Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie sind studierte Theologin, Historikerin. Von 2004 bis 2013 waren Sie Generalsekretärin des Cusanus Begabtenförderungswerkes. Danach möchte ich einmal kurz fragen, inwiefern bei Cusanus spielt Internationalisierung eine Rolle oder spielte das eine Rolle? Ja, das spielte eine große Rolle. Wir werden das wahrscheinlich heute Abend noch weiter verfolgen, inwieweit Exzellenz und Begabung und Internationalisierung zusammenhängen. Ich kann sagen, bei den Auswahlverfahren, um da reinzukommen in diese Stipendienförderung, Begabtenförderung, braucht es aufwendige Auswahlverfahren, war internationale Mobilität immer schon ein Indikator für und sozusagen für die Zuschreibung von Exzellent und besondere Form von Begabung. Und umgekehrt wird ein Schuh draus. Wer im Laufe seiner, bei den jungen Leuten, Schulkarriere, seiner jungen Biografie und später bei den Promovierenden und Jungforschern im Rahmen des Studiums im Ausland war, wer mobil war, der hat damit nicht nur eine Indikation mitgeliefert, dass er besonders begabt ist, sondern hat dadurch auch besondere Qualitäten in der Regel erworben. Weil wir haben es ja schon mehrfach gehört, wer in der Wissenschaft wirklich Spitze sein will, dessen Denken, dessen Ausbildung darf nicht an Landesgrenzen aufhören, der muss sich weltweit bewegen. Und wer das sich zumutet, gehört meistens zur Spitzengruppe und wer das erlebt hat und durchgemacht hat, kommt noch besser zurück. Herzlich willkommen. Und zu Herrn Sturm kann ich ja jetzt irgendwie auch nicht herzlich willkommen sagen. Sie sind seit 1997 Professor hier an der Universität Bonn und seit 2012 leiten Sie das Exzellenzcluster Hausdorff Center for Mathematics. 2016 erhielten Sie einen ERC Advance Grant zuerkannt. Sie sind, um ehrlich zu sein, auch einer der Hauptorganisatoren des heutigen Abends und des Global Math Networks. Allerdings sind Sie auch, ist mir aufgefallen, außer ein paar Gastprofessuren in Frankreich, immer in Bonn geblieben. Obwohl Sie drei Rufe in die USA hatten, allein drei Rufe 2015. Reden Sie jetzt wie ein Blinder vom Licht, wenn Sie über Internationalisierung sprechen? In der Tat hatte ich zu mehreren Gelegenheiten durchaus ernsthaft überlegt, auch einen Wechsel vorzunehmen. Das war vor etlichen Jahren, zu Vorbeginn der Exzellenzinitiative, ein Ruf eben ans Imperial und vor wenigen Jahren Angebote aus USA, die tatsächlich zu einem Zeitpunkt kamen, als das Auslaufen der Exzellenzinitiative damals, auch vielleicht eine gewisse Überlastung durch Forschung, Lehre, Wissenschaftsadministration, mir das deutsche System durchaus als recht wenig attraktiv erschienen ließen.
Und in dem Stadium dann Rufe zu erhalten, auch als jemand, der schon über 50 ist, Rufe, die in vielen Komponenten wesentlich attraktiver sind, als man das in Deutschland hat. Ja, also ein Drittel der Lehrverpflichtung, die ich in Deutschland habe, keine Administration, ein Vielfaches des Gehaltes, keine Pensionsgrenzen. Das sind alles Aspekte, die das doch sehr attraktiv erscheinen lassen. Die Tatsache, dass ich am Ende geblieben bin, ist dann doch ganz vielen Faktoren geschuldet, die zusammengewirkt hatten. Einer der wichtigsten war sicherlich auch das, was Frau Stroppe schon gesagt hatte. Tatsächlich ist dann auch, wenn man von außen auf Bonn schaut, es wirklich beeindruckend, welch tolles Team hier in Bonn vorhanden ist. Und ich konnte tatsächlich leider mehrmals mich nicht dem entziehen, dass bei Interviews Kollegen in den USA gesagt haben, ich würde gerne mit dir tauschen. Ja. Und dann macht es natürlich doch etwas schwer, sich zu überlegen, dass man in die USA wechselt. Also hier in Bonn ist die Mathematik schon wirklich ein tolles Team. Wir haben das über 4 Jahre weiter aufgebaut. Ich denke, das ist eine der ganz entscheidenden Gründe, warum viele andere Kollegen, die auch tolle Rufe nach Harvard, nach Princeton, nach Oxford, nach Chicago erhielten, hier geblieben sind. Das kann man nicht mit dem Gehalt kompensieren. Das wurde ja auch von Gerard schon gesagt. Man kann nicht mit alles mit Geld kompensieren. Mhm. Bei den Arbeitsbedingungen, das war mir dann schon wichtig, dass es gelungen ist, da auch Rahmenbedingungen etwas zu verändern, sodass mir auch die Administration weiter Spaß macht und Raum für Forschung verfügbar ist. Das ist natürlich auch eine gewisse Notwendigkeit, dass man als Wissenschaftler noch im Spiel bleibt. Denn wenn man zu früh aus dem Spielfeld geht, dann kann man eigentlich nur noch Administration machen. Und viele von uns möchten es nicht. Auch Gerard ist jetzt wieder froh, Wissenschaftler zu sein. Ich denke, das ist eine Triebfeder für viele, dass sie noch aktiv in der Wissenschaft mitmachen. Und dafür muss man Freiräume haben. Ein anderer Punkt, der sicherlich auch wesentlich mitgewirkt hatte, ist, dass wir hier in Bonn tatsächlich jetzt ein Rektorat haben. Und das hat sich gerade in dieser Zeit erst ergeben, dass uneingeschränkt sich hinter die Förderung von Spitzenforschung an Universitäten stellt, das einen ganz klaren Gestaltungswillen hat und auch eine Vision, wie sie die gesamte Universität mitnehmen möchte. Das ist schon was, was sich in dieser Zeit gerade entwickelt hat. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir schon bei dieser kurzen Vorstellungsrunde gemerkt, ein paar Dinge. Einerseits, dieses Thema Internationalisierung ist eben nicht wirklich neu. Ja? Also wir tun manchmal so, als ob das jetzt irgendwie das neueste, das modernste und wichtigste Thema wäre. Dabei war Wissenschaft eigentlich immer schon international. Und zweitens, trotzdem, Herr Rieke, Sie haben es auch ausgedrückt, es kam auch in den anderen Beiträgen raus, es hat sich schon was geändert in den letzten Jahren. Es hat sich gerade auch in Deutschland was geändert, Herr Rieke. Und jetzt könnte ich sagen, machen Sie mal einen kurzen Werbeblock, aber ich sage, was hat sich denn tatsächlich aus Bundessicht, was hat sich in den letzten Jahren denn alles verändert? Also man kann ja wirklich sagen, die Politik, nicht nur die Bundes-, auch die Landespolitik hat ganz viel getan in dem Bereich Internationalisierung. Würden Sie sagen, wir stehen heute objektiv gesehen, wie man oft so hört, also den Satz hat mein ehemaliger Chef Jürgen Minek immer gesagt, es ging der deutschen Wissenschaft in der Bundesrepublik noch nie so gut wie heute. Würden Sie das auch unterschreiben? Ist das so? Also Gelegenheit für einen kleinen Werbeblock. Ja, vielen Dank für diese Gelegenheit, Herr Viada. Also ich glaube in der Tat, dass die Rahmenbedingungen, das ist von den Vorrednern und Rednerinnen ja schon beschrieben worden, sich deutlich verbessert haben. Deutschland, die Bundesregierung hat eine Menge neuer Instrumente, ob den Hochschulpakt, ob die Exzellenzinitiative, um nur einige dieser Beispiele zu nennen, im letzten Jahrzehnt, möchte ich mal sagen, auf den Weg gebracht. Wenn man sich die Budgetsteigerung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung anschaut, allein 27% in den letzten 4 Jahren, das sind trotz Konsolidierungskurse, die politisch gefahren wurden in der Vergangenheit, sind das klare Aussagen, dass dem Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationsstandort Deutschland eine hohe Bedeutung beigemessen wurde. Und dieses Geld ist natürlich in gewisse Instrumente, ist darin gemündet. Ein solches Gebäude ist dann der konkrete Gegenstand, der am Ende aus solchen Förderinstrumenten resultiert. Ich glaube, wie gesagt, dass da eine Fülle von Investitionen, eine Fülle von einem neuen Instrumentarium, einem neuen Ansatz in die Wege geleitet wurde. Ein Beispiel, wo wir bei Werbeblock sind. Meine Abteilung, es war damals mein Vorgänger, haben 2008 die erste Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung in Wissenschaft und Forschung lanciert. Warum haben wir das gemacht? Wie gesagt, Wissenschaft war schon vorher und Forschung waren schon vorher international. Es wurde
also das wesentliche Motiv damals wie heute ist eigentlich, dass wir ein Stückchen weit auch Leitplanken geben wollen, eine Vision entwickeln wollen. Wo wollen wir hin und wie wollen wir das erreichen? Und das Faszinierende war, dass diese Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung, also der Bundesressorts auch, dass die zu einer, aus sich heraus bereits, zu einer Dynamik geführt hat. Die Universitäten haben sich Internationalisierungsstrategien gegeben, die außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben sich Internationalisierungsstrategien gegeben. Und wenn ich nur mal eine Zahl nennen darf, die ist immer schwierig genau scharf zu rechnen, aber sie ist grob erhoben. 2008, als die erste Internationalisierungsstrategie das Licht der Welt erblickte, haben allein aus dem Haushalt des BMBF rund 180 Millionen Euro den Weg in internationale Projekte gefunden. Anfang dieses Jahres haben wir die Neuauflage der Internationalisierungsstrategie auf den Weg gebracht. Und dieses Investment der reinen Projektförderung des BMBF hat sich mehr als verdoppelt bei rund 360, 370 Millionen Euro pro Jahr. Mhm. Und ich glaube, das ist ein klares Signal dafür, dass die Internationalisierung ein Teil der Exzellenz des Wissenschaftsstandorts Deutschland ist. Und dazu haben, wie gesagt, die Investments auf der Bundesebene und diese strategischen Ansätze, die Internationalisierung auch weiter zu stützen, wesentlich beigetragen. Mhm. Frau Zornig? Wenn wir jetzt uns die Zahlen angucken, die sind beeindruckend, aber lässt sich das jetzt auch irgendwie an der Qualität? Hat das Folgen für die Qualität der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Inwiefern ist Internationalisierung also nicht nur ein Selbstzweck, sondern man kann wirklich sagen, ja, und unsere Wissenschaft, die produziert wird, ist wirklich auch besser geworden. Kann man das irgendwie belegen? Kann man das irgendwie nachweisen? Oder müssen wir einfach dran glauben, dass Internationalisierung was bringt? Internationalisierung ist eine Ermöglichungsstrategie. Das heißt, wir eröffnen Kooperationsformen und Kooperationsmöglichkeiten, die zu einem anderen wissenschaftlichen Diskurs führen. In diesem Diskurs kann ich vielleicht in offenerer Art und Weise auch in Zusammenarbeit, in anderen Netzwerken, in anderen Projekten mit interessanteren Menschen, Frau Lücking-Michel hat ja einen Punkt schon angesprochen, mit solchen, die eben open-minded sind, zusammenkommen und dadurch auch eine bessere Wissenschaft machen. Ich würde nicht sagen, dass man die 10 Jahre jetzt nennen kann. In den 10 Jahren hat sich nicht exponentiell die Wissenschaftsleistung in Deutschland verbessert, sondern sie hat sich in all diesen Jahren sozusagen linear nach oben entwickelt. Wie viel da die Internationalisierung tatsächlich quantitativ dazu beigetragen hat, das kann man, glaube ich, nicht messen, Herr Viada. Ich glaube, Sie sollten vielleicht auch ein bisschen, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen, im Bereich der Internationalisierungsstrategie differenzieren zwischen den unterschiedlichen Formen wissenschaftlicher Zusammenarbeit, der Ermöglichung von Netzwerkbildung, der studentischen Mobilität, die Frau Lücking angesprochen hat. Das sind ja ganz unterschiedliche Facetten dieses Themas. Und ich glaube, dass wir, wo die ganze Welt dabei ist, die sogenannten besten Köpfe einzusacken und einzusammeln, dass wir in Deutschland einen Vorteil haben. Wir haben den Vorteil, dass tatsächlich hier eine breite Spitze ist, was andere Länder so nicht haben. Das heißt, wir haben ein hohes Grundniveau an Leistungsfähigkeit der deutschen Universitäten in vielen Fächern. Und die Mathematik ist vielleicht sogar da das beste Beispiel dafür, dass die Spitze wirklich relativ breit ist. Ich halte die Mathematik für ein Fach, bei dem Deutschland an einigen Standorten mithalten kann. Und das haben diese Standorte natürlich auch schon vor der Exzellenzstrategie gemacht. Aber jetzt wird es ihnen noch leichter möglich, die Partner einzubinden, die sie einfach für ihre wissenschaftliche Problemstellung brauchen. Es geht ja nicht darum, dass man einen Reisezirkus entfacht, sondern es geht ja letztlich darum, was brauche ich für die Durchführung meines Projekts, meiner Fragestellung, was muss ich sozusagen an Kompetenz, an Expertise noch einbinden, um dann dieses Projekt zu einem Erfolgsmodus zu führen. Und ich glaube, da hat sich in der Tat durch die gemeinsamen Anstrengungen von Bund, Ländern,
in diesen 10 Jahren in beispielhafter Weise etwas getan. Da haben sich Türen geöffnet, die in anderen Ländern auf der Welt so nicht offen stehen. Und ich glaube, das können wir, Herr Rieke, alle sagen, die wir eben auch häufiger reisen und versuchen, Anbahnung neuer Projekte, neue Netzwerke zu initiieren und gemeinsame Begutachtung, gemeinsame Finanzierung darzustellen. Die Aufmerksamkeit und die sozusagen die Bedeutung deutscher Wissenschaft, die ist in der Tat in diesen 10 Jahren gestiegen, sodass wir leichter als früher attraktive Berufungen machen können. Da hat Herr Hoch ja eben auch schon zugesprochen. Und das macht dann letztendlich die Wissenschaft insgesamt besser. Ich komme jetzt wieder auf Ihre Frage, wobei ich nicht die Prozentzahl nennen kann. Die Internationalisierung, schön, dass Sie darauf nochmal hingewiesen haben, dass man eben diese Differenzierung braucht. Auf der einen Seite auch, könnte man ruhig sagen, zwischen der Wahrnehmung der Studierenden, ob es jetzt selber Auslandsaufenthalte sind oder ob es auch der Austausch mit internationalen Forscherinnen und Forschern ist in Deutschland. Und umgekehrt eben dieser ewigen, auch oft gleich klingenden Suche nach den international besten Köpfen. Das wollen ja irgendwie alle. Jetzt könnte man aber schon sagen, wenn ich jetzt Student bin und ich möchte einfach irgendwie eine gute Lehre haben, was bringt mir denn diese ganze Suche nach den internationalen besten Köpfen, den Spitzenleuten, Frau Stroppel? Ich möchte einfach eine vernünftige Lehre haben. Was bringt mir denn Internationalisierung da? Vielleicht sogar ist es kontraproduktiv, weil plötzlich die ganzen Stars so teuer werden und die normalen Leute nicht mehr bezahlt werden können. Ja, also ich denke, zum einen profitieren Studenten mit Sicherheit davon, wenn die Professoren selber Forschung machen und selber aktiv in der Forschung sind. Das konnte ich zum Beispiel in Großbritannien sehr stark erleben, wo es die Teilung gibt zwischen sogenannten forschungsaktiven und nicht forschungsaktiven Professoren. Das war einfach ein sehr großer Unterschied auch in der Lehre. Insofern kann ich sozusagen meine Erfahrung, die ich eben aus Wissenschaft, die ich eben international machen muss und die auf jeden Fall international gemacht werden muss, einfach weitergeben, auch die Begeisterung an dem Gebiet. Und Sie erleben auch, wie ich mit anderen Leuten diskutiere, die eben in meinem Fachbereich sind, die eben nicht in Deutschland sind. Das würden die natürlich so nicht mitbekommen. Also schon im Master-Level, denke ich, kriegen die Leute hier Forschung mit auf einem Level, den sie nicht mitkriegen würden, wenn sie einfach nur mit deutschen Professoren reden oder Kontakt hätten. Also da wirkt sich dann die Internationalisierung eben auch im Forschungsbereich eben auf die Lehre aus an der Stelle. Ja. Herr Müller, wenn sich jetzt anschaut, Sie so ein bisschen als der Beobachter, der mit dabei ist und doch immer auch einen Blick von außen hat, wenn immer die Universitäten davon reden, dass sie die Besten haben wollen und die schlauesten Köpfe international, wie kann das eigentlich funktionieren, wenn alle das wollen? Wie geht das eigentlich? Ist das nicht ein Nullsummenspiel? Ich verzichte zunächst mal auf den Werbeblock Nordrhein-Westfalen an dieser Stelle. Hatte an. Sorry. Ich glaube, dass das funktioniert, weil ich sag mal, alle den Anspruch haben, natürlich mit guten Leuten zusammenzuarbeiten. Und dass man sich da jetzt gewissermaßen in einen Wettbewerb begibt, um diejenigen, die man gewinnen kann. Man wird es ja nicht alle gewinnen können. Es gibt Vorlieben, es gibt Präferenzen, es gibt Posterioritäten, die da eine Rolle spielen. Aber nichtsdestotrotz sollte der Anspruch da sein. Wie man das denn im Einzelnen umsetzt, wird man sehen müssen. Es kommt auf das Angebot an. Ich glaube auch, was meine Vorredner ja schon gesagt haben, Internationalisierung ist immer ein Thema gewesen. Dass es nur gewissermaßen jetzt so etwas wie eine strategische Komponente bekommen hat. Das ist, glaube ich, das Ereignis der letzten 10 Jahre gewesen. Denn da sind durch Incentives oder auch erhebliche Mittel des Bundes, das will ich gar nicht bestreiten, ist da etwas in Gang gekommen. Es hätte aber sicherlich nicht funktioniert, wenn Deutschland nicht auf einmal öffentlich anders wahrgenommen worden wäre, als es vorher wahrgenommen wurde. Und das ist sicherlich ein Verdienst der Exzellenzinitiative gewesen. Denn auf einmal sprach man darüber und auf einmal waren es interessante Partner. Und das sieht man natürlich auch an den Zahlenentwicklungen. Die sind natürlich besser geworden. Wir haben vielleicht noch nicht alles erreicht. Wir haben noch viele Baustellen. Gerade, ich sag mal, Frau Zornig hat es ja schon gesagt, die Studierendennachfrage, die könnte sicherlich auch noch anders sein. Es könnten auch noch mehr von Deutschland ins Ausland gehen. Aber es ist eine deutliche Tendenz sichtbar, von der ich glaube, dass sie auch weitergehen wird. Kurz nachgefragt, deutliche Tendenz.
Wir haben, ich weiß nicht, stand letztes Jahr zwischen 6 und 7% internationale Professorinnen und Professoren in Deutschland. Das mag in dem einen Land anders sein als im anderen Bundesland. Ich weiß die Zahl von Nordrhein-Westfalen nicht, es wird nicht so wahnsinnig anders sein. Dafür, dass wir so international unterwegs sind, ist das ganz schön wenig, Herr Müller, oder? Das ist wenig, wobei ich davon ausgehe, dass das ein Einstieg ist, der sich weiterentwickeln kann. Es gibt 1000 Gründe. Herr Hoch hat am Anfang ja auch schon gesagt, dass es immer auch eine Wahl der Familie ist, wenn man sich irgendwo niederlässt. Und vielleicht haben wir da noch Baustellen, an denen wir arbeiten müssen. Ich glaube nicht, dass es an unseren Gehältern liegt. Wir vergleichen uns immer gerne mit der Ivy League oder ETH Zürich. Klar, da kommen wir nicht mit, aber das sind herausragende Beispiele, die jetzt auch nicht unbedingt beispielbildend sein müssen. Bin nicht ganz sicher. Wir haben keine formalen Hemmnisse, die es verhinderten, dass hier Leute hinkommen. Es liegt immer an der Attraktivität der Wissenschaften an sich. Und ja, wir geben die Frage mal so ein bisschen in Ruhe. Frau Lücking-Michel, ja, und dann Frau Zwonek. Ja, ich habe mich gemeldet, als Sie sagten, ist das nicht ein Nullsummenspiel? Nein, ich glaube genau nicht, sondern es gilt auch hier, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und es ist gut, wenn alle in hartem Wettbewerb umeinander stehen, weil das kann der Situation vor Ort und der Performance am Ende nur gut tun, wenn alle sozusagen ringen. Mhm. Aber Sie haben in der Frage vorher gefragt, ist deutsche Wissenschaft besser geworden? Und wir haben eine ausführliche Antwort von Frau Zwonek gehört. Ich will festhalten, dass was anders geworden ist, dass nochmal deutlich betont wird, bei unserer ganzen Debatte, wie viel Breite und wie viel Spitze, wir wollen Spitze und wir wollen wirklich die Superspitze. Also es ist wunderbar zu sagen, wir brauchen eine flächendeckende, gute Ausbildung und Studienangebote für alle. Aber wir brauchen auch und gerade die Spitze. Und dass man das so formulieren kann und dass es mit einer politischen Strategie, die nun auch Exzellenzinitiative oder mittlerweile Exzellenzstrategie heißt, das war das Neue. Und das hat dazu geführt, dass man bei dem internationalen Wettbewerb um die besten Studierenden, aber auch gerade um die besten Professorinnen und Professoren, Hochschulen zum Beispiel erstmal ermöglicht hat, dass sie bei den Berufungsverhandlungen konkurrenzfähig waren. Vorher war es nämlich so, da konnten sie sagen, C4-Gehalt bei uns ist das und das und dann gibt es hier und da noch ein bisschen drauf. Und oh Wunder, da konnte man mit Princeton aber wahrlich nicht mithalten. Jetzt durch die Exzellenzinitiative haben Hochschulen Gestaltungsmöglichkeiten und können sagen, das ist unser Profil, den wollen wir bekommen und dafür können wir noch ein bisschen drauflegen. Und es ist wie immer nicht nur das Gehalt, sondern auch die Ausstattung, die Möglichkeiten, das Personal, was dann die Forschung möglich macht. Frau Zwonek, dann Herr Sturm, dann Herr Ricke. Ich würde noch mal auf die Frage, die Sie an Herrn Müller gestellt haben, sagen. Internationalisierung heißt ja nicht nur Professor in Residence. Ich glaube, Internationalisierung, das ist eine wissenschaftliche Freiheit, die wir beschreiben, eine Austauschmöglichkeit mit der ganzen Welt. Und das heißt aus meiner Sicht nicht unbedingt, dass ich wirklich hier die Hälfte der Professuren in Deutschland unbedingt mit international, also mit anders, mit nicht deutschen Kollegen besetze. Aber mehr als 6 oder 7% dürften es sein, oder? Mehr als 6 oder 7% dürften es sein. Und es muss vor allen Dingen sichergestellt werden, dass diejenigen, die international auftreten, die invited speeches haben, dass diejenigen auch gut reisen können, dass sie zu diesen Workshops kommen. Und da hapert es in der Tat jetzt bei den Betriebsmitteln der Universitäten. Denn da ist einfach viel zu wenig Geld, um die jungen Leute eben weltweit auf Konferenzen zu schicken, wo sie sich vernetzen und wo die Internationalisierung dann beginnt. Also ich meine, die DFG finanziert da schon viel. Wir haben eine ganze Reihe von solchen Netzwerken. Aber ich denke, da könnte man noch mehr tun. Und da komme ich auf noch eine Komponente, die bei der Internationalisierung auch eine Rolle spielt, die Frau Lücking eigentlich auch immer im Auge hat. Die Familie ist ja auch noch ein Element. Ich muss also irgendwie gucken, dass ich mit meiner Familie auch in das neue Land komme. Also wir haben hier in Deutschland immer noch viel zu wenig Möglichkeiten, also da sozusagen für die Gesamtfamilie was zu tun. Und wir haben, was Reisekosten angeht, leider auch keine Möglichkeiten. Also wenn zum Beispiel eine Postdoc ein Kind zu Hause reist und sie bräuchte für die Reise zu einer internationalen Konferenz
Kindermädchen, dann ist es nach deutschem Reisekostenrecht nicht möglich, dieses Kindermädchen zu bezahlen. Klingt jetzt alles gar nicht mehr so attraktiv, Frau Zornig. Nee, das klingt alles nicht mehr so attraktiv. Aber ich wollte, weil Sie ja sagen, wir halten die Internationalisierung auf die wenigen Bereiche noch hinweisen, die man tatsächlich noch verbessern kann. Und ich glaube, das sind manchmal Scharniere, die sich mit diesem Gerede um die besten Köpfe nicht immer erfassen lassen, aber die jeden von den Professoren mit seinem Team im täglichen Leben in der Hochschule immer wieder umtreibt. Wie kriege ich die Leute sozusagen dann auf die Reise geschickt und mit welchen Mitteln mache ich das? Herr Sturm. Ja, wir hatten ja zu Beginn diese Frage im Raum stehen, ob wir Internationalisierung sozusagen brauchen oder befördern möchten. Aber ich glaube, aus vielen Aspekten ist es gar nicht die richtige Frage. Die Frage oder die Tatsache ist ja, dass Globalisierung und internationale Wissenschaftlermobilität Fakten sind, die im Raum stehen. Und insbesondere bei den herausragenden Leistungsträgern ist eben diese Mobilität vorhanden, insbesondere bei denen, die dann noch mal 20 Jahre jünger sind als ich selber. Und wir müssen uns dann einfach entscheiden, ob wir zu den Gewinnern oder Verlierern dieser Fakten zählen wollen. Und das gilt für das Hausdorff-Center, das gilt für die Uni Bonn, das gilt für die Bundesrepublik, das gilt für den europäischen Wissenschaftsraum. Und ich habe einige Zitate aus einem Bericht der Expertenkommission von 2014. Das müsste Herr Rieke wissen, ob das sich das jetzt wesentlich verbessert hat. Da ist davon die Rede, dass Deutschland verliert viele der besten Wissenschaftler durch Abwanderung. Zwar gibt es Rückkehrer, jedoch können nicht Wissenschaftler gleicher Qualität zurückgewonnen werden. Summary ist in etwa, im Saldo verliert Deutschland besonders gute Wissenschaftler. Die internationale Wissenschaftlermobilität führt tendenziell zu einer Reduktion der Forschungsqualität in Deutschland. Ich denke, wir im Hausdorff Center versuchen das natürlich sehr pointiert und mit sehr fokussierten Kräften zu drehen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass bundesweit dieser Trend noch nicht aufgehalten ist. Ich weiß nicht, ob sich das verändert hat. Das war der Bericht von 2014, der aus Ihrem Haus kam, Herr Rieke. Herr Rieke. Eigentlich wollte ich was anderes sagen, aber ich will das gerne aufgreifen. Also ich glaube, dass ich, ich kenne jetzt keine aktuellen Zahlen, aber dass sich das in der Tat geändert hat. Wenn ich mir anschaue, es sind eine Fülle von Instrumenten eingeführt worden, die Spitze im Grunde adressieren. Ich will mal als Beispiel auch die Alexander von Humboldt-Professur nennen, die ganz bewusst darauf abzielt, Senior Scientists, exzellente Wissenschaftler zurückzuholen nach Deutschland, und zwar unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. Und ich sehe das sehr positiv, die Entwicklung, egal welche Zahlen man nimmt. Also ich habe jetzt nur mal eine Zahl hier mir gerade in meinen Unterlagen besorgt. 2014 beschäftigten die außeruniversitären Forschungszentren, also Max Planck, Helmholtz, Leibniz, Fraunhofer, fast 9000 ausländische Wissenschaftler, eine Steigung um 59% gegenüber dem Jahr 2008. Ich glaube, das belegt schon mal, wie attraktiv der Wissenschaftsstandort für Wissenschaftler aus dem Ausland ist. Es sind letztendlich diese Effekte: Globalisierung, globaler Wettbewerb um die besten Köpfe, globaler Wettbewerb um die exzellentesten Institute und Universitäten, in denen wir uns befinden. Und deshalb ist es, um auch zu Ihrer Frage zurückzukommen, richtig und wichtig, diese Spitze zu fördern. Herr Hoch hatte das vorhin schön gesagt, es schafft ein Ökosystem, das letztendlich Attraktivität ausstrahlt, dann auch in der Breite. Es ist interessant und wichtig für Wissenschaftler, aber auch für Studenten, an einem Ort zu sein, von dem diese inspirierenden Kräfte der Spitze ausgehen. Und ich glaube, da sind die richtigen Zeichen gesetzt worden. Es gibt viele andere Belege. Wenn ich mir den European Research Council, die Grants anschaue, da hat doch eine sehr aussagekräftige Entwicklung stattgefunden. Nicht nur, dass die deutschen Grantees diejenigen sind, also vom Herkunftsland her, die meisten Grants letztendlich gewinnen. Auch Deutschland als Wissenschaftsstandort ist ganz attraktiv geworden. Und ich habe mir gerade mal die letzte Statistik vorhin noch mal aus dem Rechner gezogen. Was ich zum Beispiel faszinierend finde, natürlich ist UK als Wissenschaftsstandort als Gasteinrichtung letztendlich die Universitäten und Wissenschaftseinrichtungen des Vereinigten Königreichs etwas vor Deutschland. Aber wenn man allein die Bereiche der Life Science und der Physik, der Naturwissenschaften und der Ingenieurwissenschaften anguckt, dann liegt zum Beispiel Deutschland an Attraktivität als Gast
von den Gasteinrichtungen her sogar vor UK. Das heißt, wenn man dann auch noch diese, wir sprachen gerade über diese persönlichen Rahmenbedingungen, da ist UK mit Englisch als Weltsprache sicherlich hat es auch noch ein paar Vorteile gegenüber dem Wissenschaftsstandort Deutschland. Dann glaube ich, dass diese und andere Zahlen belegen, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, was allerdings nicht heißt, dass man die Dinge noch besser machen kann. Und da stimme ich Frau Zwonek vollkommen zu. Wir müssen sicherlich einen Blick auf die Rahmenbedingungen legen, inwieweit wir die Bedingungen für die Wissenschaftler an den wissenschaftlichen Instituten, an den Arbeitsplätzen in Deutschland noch verbessern können. Und ich habe in Erinnerung einer Veranstaltung, die wir, das ist ja unser Hauptziel, wir wollen die Rahmenbedingungen für Sie, für die Wissenschaftler und Forscher verbessern. Und als wir den Aktionsplan Internationales vorgestellt haben, haben wir auch natürlich gehört, was sind denn die Wünsche, was kann man denn dann noch besser machen, wenn vieles schon so gut ist. Und da ist für mich auch in Erinnerung geblieben, gerade so die Anglifizierung, wurde es formuliert, die Anglifizierung der Universitätsverwaltungen vor allen Dingen, also Reisekosten, Abrechnungsformulare auf Englisch, diese ganzen, ich sag mal, bürokratischen Erfordernisse, die es irgendwo mal nur braucht, wenn man Steuergelder auch belegen muss, aber dies stärker auch dem ausländischen Klientel anzupassen, neben diesen ganzen Fragen, Dual Carrier und so weiter. Ich glaube, das sind Dinge, an denen wir noch auch ein Stückchen weit arbeiten können und müssen. Das kommt mir jetzt alles sehr positiv vor, was Sie erzählen. Umgekehrt ist es so, man kann die Zahlen ja auch ein bisschen anders lesen. Nicht nur UK steht sehr gut da. Wenn wir uns die Bevölkerungsgröße anschauen, dann sieht die Sache ganz anders aus. Dann liegen Länder wie die Schweiz oder wie Israel meilenweit vor Deutschland. Und Herr Möhler hat vorhin so im Nebensatz ja eigentlich auch was ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, ja, wir wollen ja um die Besten konkurrieren, aber mit der ETH Zürich und ein paar anderen können wir nicht mithalten. Das heißt, eigentlich konkurrieren wir nicht um die Besten, sondern wir konkurrieren um die Zweitbesten. Das nur mal so als Anmerkung zwischendurch. Frau Zwonek hatte sich zum Wort gemeldet, Frau Lücking-Michel, dann Herr Sturm. Also zu dieser Frage vielleicht die gute Botschaft noch, weil Sie auf Zahlen ja aus sind. Gerne. Ja, die Exzellenzinitiative hat ja über 5.000 neue Stellen gebracht und 35% sind mit ausländischen Wissenschaftlern besetzt worden. Also da hat sich wirklich was getan. Wenn Sie jetzt diese Verhältnisse in der Schweiz ansprechen, dann muss man ja auch sagen, dass die deutsche Landschaft auch eine Ausbildungslandschaft ist. Und wenn es uns in diesen letzten 10 Jahren auch gelungen ist, eine Übergangsquote vom Abitur an die Universitäten zu haben, die fast die Hälfte des Jahrgangs umfasst, oder mehr mittlerweile, dann kann man das natürlich nicht mit einer reinen Forschungsuniversität wie der ETH Zürich vergleichen. Die Schweiz ist kein Ausbildungsland, in der Schweiz wird halt Wissenschaft betrieben. So. Und das sind kleine Standorte, das ist auch in Amerika so, wenn Sie sich Harvard angucken, die haben 10.000 Post-Studierende, also nur Masterkurse und so weiter. Und wir haben hier in den Universitäten eine ganze Fülle von Zielen, die die Universitäten ansteuern müssen. Und zwar nicht nur die beste Wissenschaft, die beste Forschung, sondern auch die beste Lehre und die meisten Studierenden aufzunehmen. Das heißt, sie haben überall Superlative. Und vielleicht muss man sich dann tatsächlich überlegen in der Politik, ob es geht, einen solchen Strauß an Anforderungen an die Institution Universität in Deutschland zu richten. Man kann dann nicht alles haben. Frau Lücking-Michel. Ja, ich finde, es war ein erster wichtiger Schritt, als wir aufgewacht sind und uns eingestanden haben, dass Leute nicht automatisch zum Wissenschaftsstandort Deutschland kommen. Viel zu lange haben wir gedacht, die können sich ja freuen, wenn sie hinkommen, und haben dann erstaunt geguckt, als sie an uns vorbeigezogen sind und Deutschland nicht Studien- oder Forschungsstandort erster Wahl war. Was deutlich wird daran, dass das so ist und daran, wo jetzt gearbeitet werden muss, das sind teilweise wirklich systemimmanente Faktoren, wie viel Geld, wie viel Strukturen, welche Möglichkeiten.
schwieriger oft sind, die Rahmenbedingungen mitzugestalten, die nicht direkt wissenschaftssystemimmanent sind. Sprache ist also kulturelle Fragen. Kulturelle Fragen, Sprache ist gefallen. Was ist mit unserer Ausländerfreundlichkeit im Land? Die Nachrichten über ausländerfeindliche Aktionen verbreiten sich rasend schnell. Und manche Universitäten sagen ganz klar, das ist zwar hier nicht gefährlich, wenn man als Schwarzafrikaner auf die Straße geht, aber eine Zeitungsmeldung führt dazu, dass die Anmeldezahlen abbrechen. Wir haben Visaschwierigkeiten, wenn man kommen will. Das andere ist nochmal eher wieder systemnäher, aber auch noch nicht Wissenschaftssachen. Das ist das Thema, wie dienstleistungsorientiert sind die universitären Auslandsämter. Haben die das überhaupt verstanden, dass sie nicht Studien und Forschung behindern sollen und so Hürden aufbauen, sondern als Dienstleister zuarbeiten. Da passiert viel, aber ist noch Verbesserungsbedarf. Familie hat Frau Dzwonek genannt. Das ist, lernen wir erst gerade oder haben wir gelernt, dass wir ganze Familien mit im Blick nehmen müssen, dass es dafür, das Stichwort Double Career wurde viel zu lange mit spitzen Fingern angefasst, so nach dem Motto, oh, Igitt, was will denn jetzt noch der mitreisende Partner? Aber auch das ist angekommen. Mhm. Auch da arbeiten wir dran. Es ist ja nicht so, als gäbe es das nicht, aber wir haben Nachholbedarf. Und auf der anderen Seite, bei dem, wo ich sage, was macht uns stark als Forschungs- und Wissenschaftsstandort, da finde ich, ist heute Abend der Anlass, nämlich dieses Netzwerk, ein gutes Beispiel. Wir haben es schon gehört, wir sind über die Phase, dass es um individuellen Austausch und sozusagen Vernetzung weltweit ja schon lange hinausgeht und wir kapiert haben, wir müssen ganz neue Partnerschaften zwischen Universitäten aufbauen, weil nur dann wirklich eine Leute eine Chance haben, in ihren eng getakteten neuen Studienstrukturen noch sinnvoll und gut Studienwechsel und Ausland einzubeinen. Wir brauchen transnationale Bildungseinrichtungen. Wir brauchen ganz neue Formen sozusagen auch nochmal der strukturellen Kooperation. Und für mich ist immer ein gutes Beispiel, wenn man auf den DAAD guckt, der Organisation in Deutschland, die eigentlich für auch internationalen Austausch zuständig ist, die mal als Stipendienwerk im Grunde angefangen ist und jetzt mittlerweile so stark strukturell arbeitet, dass man sagt, es muss ein Gesamtfokus sein, der da gefördert wird. Herr Sturm, dann Herr Rieke. Ja, ich möchte nochmal auf dieses Stichwort eingehen, dass wir wirklich um die Spitzenwissenschaftler auch in der Lage sein müssen zu kämpfen. Das wurde ja jetzt schon mehrmals angesprochen, dass wir vielleicht kurz vor der Spitze eben einfach nicht mehr die Möglichkeiten haben, mitzubieten. Und ich glaube, da muss Deutschland sich schon auch bewusst machen, dass das nicht ein Zustand ist, den wir wirklich als Gesellschaft möchten. Ich beobachte das bei dem Anwerben von Nachwuchswissenschaftlern. Die Welt ist kleiner geworden, auch für junge Wissenschaftler. Wir haben einige der besten Nachwuchswissenschaftler im Bereich Geometrie gehabt. Die sind zu Tian zum Promovieren in die USA gegangen. Die sind knapp über 30, würden hier W3-Stellen überall bekommen, wollen nicht zurückkommen. Für die spielt dieser Aspekt, in den gewohnten Lebensraum zurückzukommen, überhaupt keine Rolle mehr. Dann kommen natürlich auch solche Aspekte dazu. Wir haben vorher gesagt, Geld ist nicht die alles entscheidende Rolle, aber es ist natürlich trotzdem ein Unterschied, ob der Spielraum das ein- bis zweifache eines W3-Gehaltes ist oder das drei- bis vierfache. Und das sind schon ganz andere Größenordnungen. Des Weiteren kommt natürlich dazu, dass eine Universität wie Bonn staatlich finanziert ist, ausschließlich staatlich finanziert, daran wird sich nichts ändern. Das bringt mit sich, dass wir unsere ganzen Professorenstellen über Auslastung rechtfertigen müssen, mit Studentenzahlen, mit einer Unmenge von Vorlesungen. Wir machen das gerne, aber das ist natürlich trotzdem nicht eine Situation, wo wir mit Prinzen auf derselben Ebene stehen. Ich würde gerne Herrn Möhler einmal kurz vorziehen, weil das jetzt eigentlich eine schöne Frage ist, Herr Rieke, die vielleicht zunächst an den Vertreter des Landes gestellt werden müsste. Sind die Korsette für die Universitäten noch zu eng, was solche Fragen angeht? Müssten sie eigentlich, ich sag mal, großzügiger sein, was die Vorgaben angeht, die Herr Sturm gerade angesprochen hat, damit man wirklich die guten Leute kriegt? Und damit meine ich nicht nur finanziell, aber auch finanziell. Können sich die Unis wirklich die guten Leute leisten?
Wenn man mehr Geld hat, kann man sich viel mehr leisten. Ach so ist das. Ja, tut mir leid, dass ich das so ein bisschen banal sage, aber die, die Rahmenbedingungen sind natürlich in den Ländern sehr unterschiedlich. Die sind aber, ich sag mal, die sind kulturell gewachsen. Wir haben eine sehr hohe Nachfrage im Moment, das ist, muss bewältigt werden. Das heißt, wir können eigentlich auch, oder wir sind im Moment noch nicht so flexibel, wie wir gerne sein würden, wenn wir die hohe Nachfrage nicht hätten. Was die Studierenden angeht. Wir reden ja nicht nur über internationale Studierende, sondern über alle. Und die drängen an die Hochschulen und ich möchte keinem jungen Menschen sagen müssen, du darfst nicht, weil wir sind anders aufgestellt. Du darfst nicht, weil wir mussten jetzt den Top-Forscher für 1 Million im Jahr anschaffen, darum können wir jetzt 10 andere Professoren nicht stellen. Das sind ja verschiedene Regelkreise, über die wir reden. Herr Sturm hat ja so ein bisschen angedeutet, dass natürlich die Lehrbelastung hier anders ist als in den USA zum Beispiel. Ja, das ist so. Wir werden gerne daran arbeiten, wir werden gerne das anders einstellen, wir werden das gerne auch an Parameter knüpfen oder was auch immer. Nur wir haben im Moment nicht genügend Professuren, um das alles abzudecken, was wir gewissermaßen an Nachfrage generieren müssen. Klar, man könnte weiterhin neue Universitäten bauen, wir könnten neue Hochschulen hochziehen, nur das kostet alles noch zusätzliches Geld. Das ist im Moment so nicht da. Wir haben Gott sei Dank, ich sag mal, wieder eine Form der Arbeitsteilung zwischen Bund und Ländern gefunden. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, sich nochmal zu verständigen, wie es weitergeht. Aber Frau Zornig hat es am Anfang gesagt, wir haben inzwischen eine Studierendennachfrage, die über dem jeweiligen über 50, ich glaube bei 60% inzwischen liegt, was den jeweiligen Altersjahrgang angeht. Und die können wir nicht auf der Straße stehen lassen. Wir würden gerne, ich sag mal, Forschungsprofessuren ausweisen. Wir haben auch, ich sag mal, rein technisch haben wir die Möglichkeit, wir können Lehrleistungen verteilen. Das muss aber von den Fakultäten aufgefangen werden. Also solche Möglichkeiten gibt es. Aber versuchen Sie doch mal als ein besonders guter Forscher, die Kollegen zu überreden, ihre Lehrleistung mit zu übernehmen. Das geht in der Regel ja auch schief. Ne? Also ich sag mal, rechtlich ist ein Spektrum da. Nur ausfinanziert ist es so nicht. Das muss natürlich noch geleistet werden. Herr Rieke, jetzt hat Herr Möller Ihnen ja den Ball zugespielt und gesagt, also wenn wir richtig gut in der Internationalisierung sein müssen, dann muss der Bund mal richtig in die Grundfinanzierung in den Ländern rein. Dann können wir nämlich an der Stelle irgendwie viel mehr Freiräume den Universitäten geben und dann können die das alles. Ist der Bund, muss der Bund einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, Herr Rieke? Also ich steige auf die Diskussion ungern ein. Das überlasse ich gern den Koalitionären in Berlin, wer auch immer sich da berufen fühlt. Aber lassen Sie mich ein, zwei Punkte doch noch mal sagen. Ich will jetzt nicht Zahlenfuchserei oder Erbsenzählerei betreiben, aber diese Relation ERC-Grantees zur Bevölkerungszahl. Ja, Sie haben recht, Herr Viada, das stimmt. Auf der anderen Seite ist es, davon bin ich zutiefst überzeugt, hat das auch damit zu tun, dass wir zwischenzeitlich so viele Fördermöglichkeiten haben, dass auch nicht für jeden exzellenten Wissenschaftler die Motivation ausreicht, sich für ein ESC-Grant zu bewerben. Ich kann nur aus zahlreichen... Im Gegensatz zur Schweiz? Ja, auch im Gegensatz zur Schweiz. Ich will keine Namen nennen, aber mit zahlreichen Rektoren sehr renommierter deutscher technischer Hochschulen, wenn ich mit denen spreche, dann schaue ich mir vorher immer an, weil ESC ist mein Baby, möchte ich nicht sagen, aber es ist in meiner Zuständigkeit, in meiner Abteilung. Wir verhandeln das mit der Kommission. Wenn ich dann die Präsidenten, Rektoren dieser technischen Universitäten frage, warum sie zum Beispiel relativ, trotz großem Renommees, trotz Exzellenzuniversitätsstatus, warum sie so relativ wenig ESC-Grantees haben, dann sagen die mir oft, wir sind so dramatisch gut vernetzt mit der Industrie, dass wir viel, viel leichter wunderbar drittmittelfinanzierte Projektstellen quasi über die Industriefinanzierung reinbekommen. Und ich habe zwischenzeitlich ein Raumproblem. Ich wüsste gar nicht, wo ich da noch Leute unterbringen kann. Und dann ist der Weg über diese Drittmittelfinanzierung via Industrie, gerade im Bereich der technischen Hochschulen, offensichtlich auch ein leichterer. Ich sage nur Karlsruhe und Aachen. Wenn Sie sich da mal, also insofern gibt es da die unterschiedlichsten Gründe, nicht? Darüber hinaus, was diese Exzellenzbedingungen anbetrifft, wir sitzen hier in einer Hochschule, aber vorhin wurde ja in dem Trailer auch zu Recht auf das Max-Planck-Institut für Mathematik hingewiesen. Und ich glaube, dass es, wenn man so auf einem Auge, aus beiden Augen sieht man besser, gibt es diesen Werbeslogan wieder. Ich glaube schon, wenn man das Gesamtbild sieht, gibt es da durchaus Möglichkeiten, gerade auch natürlich im außeruniversitären Bereich, wo wir mit der Finanzierung nun auch sehr
denke ich, flexibel geworden sind oder immer besser geworden sind. Gibt es Möglichkeiten, attraktive, auch finanzielle oder sonstige Rahmenbedingungen für Wissenschaftler, für Spitzenwissenschaftler zu schaffen? Frau Zwonek, und dann würde ich gerne noch mal Frau Stroppel fragen, was Sie eigentlich für sozusagen hochtalentierte junge Forscherinnen und Forscher als Voraussetzung sieht, damit die vielleicht noch mehr nach Deutschland kommen. Frau Zwonek. Also erstmal beim Schweizer Nationalfonds dürfen Sie nur 2 Anträge im Jahr einreichen. Also soweit nochmal zu den konkreten Bedingungen. Deswegen, das ist einer der Gründe, warum die Schweizer eben zum ERC gehen müssen, um mehr Projekte durchzuführen. Also so, das ist schon mal das eine. Zum anderen möchte ich sagen, dass für uns gerade, was diese Zahlen angeht, jetzt in den weiteren Runden in Europa ja so vehement verbessert haben, dass ich glaube, dass wir da und dass wir uns noch verbessern werden jetzt bei den Zuständen in UK. Dass ich glaube, was ja nicht unbedingt eine Frage der deutschen Stärke ist an der Stelle dann. Ja, wissen Sie, relativ ist man dann stärker. Ja, aber ist doch auch ganz schön. Waren die ja vielleicht auch und vielleicht früher einfach durch ihre Kolonien und dann hatten sie mehr Geld und dann war die Sprache auch noch da. Also ich glaube, das ist alles legitim, solche politischen Umstände. Und dann noch eine weitere Sache. Ja, wir haben unterschiedliche Aufgaben und es ist, wie Frau Stoppel sagt, sicherlich viel inspirierender bei einem ganz tollen Wissenschaftler zu lernen. Aber natürlich sind die neuen SWS für jeden, der aus dem Ausland ein Treuungsverhältnis von 1:10 gewohnt ist, hier in Deutschland abschreckend. Und hier in Nordrhein-Westfalen haben wir ein Betreuungsverhältnis von 1:94 an den meisten Standorten. Das ist einfach eine andere Nummer. Das muss man sehen. Also da kann man nicht alles fordern. Herr Müller hat ja gesagt, die Unis haben auch Ausbildungsaufgaben. Deswegen denke ich ja auch, man muss bei der Internationalisierung und bei der Messung von Internationalisierung und dem, was erreicht worden ist, auch immer sehr genau hinschauen, welche Ebene adressiere ich jetzt, die Studierendenebene, die Ausbildung oder eben die Spitzenforschung. Und da muss ich das Gesamtsystem immer in Rechnung stellen. Und da sind wir in der Tat etwas immer noch zu unflexibel in den Ländern. Und dass uns seit 1977 die Kapazitätsverordnung und die dahinterliegenden Urteile piesacken, ist ja, ich meine, in jeder Hochschuldebatte Thema. Also wir haben da Umstände, die nicht flexibel genug sind. Flexibilität könnte man mit mehr Geld natürlich schon erreichen. Ich denke schon, dass die Länder auch meistens jedenfalls tun, was sie können, aber letztendlich ist es auch das eine Prioritätensetzung. Und da ist es natürlich klar, dass ich, wo ich seit 30 Jahren eben zu den Getauften gehöre und wirklich daran glaube, dass Wissenschaft und Finanzierung und Unterstützung der Wissenschaft Unterstützung der Zukunftsfähigkeit ist, dass für mich das die Priorität hat. Und ich denke, das wird für die anderen Vertreter, für die politischen erst recht ja auch, und ich meine für die Wissenschaftler so gelten, aber in den Länderkabinetten ist das eben nicht so. Da ist Wissenschaft immer noch ein Thema, was in Konkurrenz mit anderen Bereichen steht, mit Schule, mit Krankenhäusern und so weiter. Wo der Job der Wissenschaftsministerin oder des Wissenschaftsministers nicht der mächtigste ist. Das wird als elitär empfunden. Ja. Das ist irgendwie immer noch elitär, trotz der Übergangsquote. Ja. Aber vielleicht, Dietmar, vielleicht ist diese hohe Übergangsquote für die zukünftigen Generationen ein Grund, das weniger elitär einzustufen. Frau Stroppel, jetzt stellen wir uns bitte. Direkt dazu. Im Grunde, so wie du es sagst. Wir haben in den letzten Jahren den Haushalt, unseren Haushalt von 6,4 auf 8,6 Milliarden steigern können. Das ist für ein Land nicht banal. Uns schützen die hohen Studierendennachfragen. Das muss man auch sehen. Unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir diesen Stand so weit stabilisieren können, dass selbst wenn die demografische Entwicklung jetzt nach unten geht und die Nachfrage geringer wird. Was sie ja irgendwie nie tut, da hoffen wir immer drauf. Aber die Zahlen gehen schon runter, aber wir liegen noch oberhalb der Prognosen. Also insofern haben wir eine relativ komfortable Situation. Dann muss man sich aber auch diesen strukturellen Dingen nochmal annehmen. Kapazität ist von 76 und besagt nichts anderes. Ihr müsst eure Kapazitäten auslasten. Dazu gibt es einen Berechnungsschlüssel. Der ist verfassungsrechtlich vorgeschrieben worden. Das mussten wir erfüllen. Wir würden gerne an dem Ding drehen, um auch die Fragen, ich sag mal, nach Forschung
Forschungsfreistellung für Professuren, um weiter nachdenken zu können. Da muss die Substanz da sein. Im Moment ist sie noch nicht da, aber ich glaube, dass wir sie erlangen können. Nur dann muss dieses Commitment in der Politik auch bestehen bleiben, dass die Privilegierung für die Universitäten und die Hochschulen insgesamt auch beibehalten werden kann. Frau Stroppel, jetzt stellen wir uns mal vor, Sie begegnen einer Kollegin von der ETH Zürich oder einer Kollegin, jetzt nehme ich wirklich mal die fiesen, die richtig gut nehme ich jetzt fieserweise, ja? Oder einer Kollegin, Kollegen aus, was ich, meinetwegen NYU, aber meinetwegen auch Stanford, meinetwegen University of Virginia, was auch immer. Und die fragen jetzt, sag mal, lohnt sich das nach Deutschland zu kommen? Ist das wirklich so, was die da immer erzählen auf so Podien, dass das alles so viel besser geworden ist? Sag mir doch mal drei Gründe, warum ich kommen soll. Also gut. Fallen Ihnen da drei Gründe ein oder fallen Ihnen eher drei Gründe ein, warum die Leute nicht kommen sollen? Also mir fallen sowohl als auch ein. Aber am Ende müssen Sie denen sagen, komm oder komm nicht. Nee, ich würde als allererstes sagen, sie sollen mitkommen und sie sollen es erst mal erleben. Das finde ich sehr wichtig, weil ich denke, man kann sich das oft nicht beschreiben. Ich finde, es gibt einen Riesenunterschied durch die Exzellenzinitiative. Auch ich selber habe eigentlich nur darüber nachgedacht, nach Deutschland zurückzukommen, wegen dieser Exzellenzinitiative. Also ich wäre jetzt nicht an eine Universität in Deutschland gegangen, die einen kleinen Fachbereich hat, wo ich keinen Kollegen habe, mit dem ich mich wissenschaftlich überhaupt unterhalten kann. Das wäre für mich überhaupt keine Option gewesen. Da spielt für mich schon die Rolle Bonn-Exzellenzcluster oder irgendeine Ort in Deutschland. Also ich würde jetzt, also das Erste wäre schon mal sagen, guck hin, wo sind wirklich die Exzellenzbereiche. Genau, wo man hinkommt. Größere Bereiche, auch ob es sozusagen im Umkreis der Universität auch noch was anderes gibt, von dem ich profitieren kann. Zum Beispiel haben wir das Max-Planck-Institut in Bonn. Wir haben auch dieses Hausdorff-Institut hier. Wir haben Köln in der Nähe, wir haben Düsseldorf in der Nähe. Das ist für mich sehr entscheidend. Aber also spätestens bei der Lehrverpflichtung kippen die um. Also bei der Lehrverpflichtung muss ich ehrlich sagen, ich finde die Lehrverpflichtung sehr hoch in Deutschland. Ich finde sie auch relativ rigide und nicht sehr flexibel. Also ich persönlich würde sehr bevorzugen, dass man etwas flexibler seine Lehre schieben kann, einfach in einem Semester mehr machen und dafür ein Semester frei zu haben. Ich sehe, dass es recht schwierig ist. Ich sehe aber auch, dass es Leute im Ausland überhaupt nicht verstehen, warum wir jedes Semester wirklich voll unterrichten. Andererseits muss ich auch sagen, profitiere ich selber von dem recht hohen Niveau, was wir unterrichten, was ich nirgendwo anders bisher unterrichtet habe. Und ich habe in verschiedenen Ländern unterrichtet, habe ich das nie so erlebt. Das hohe Niveau der Studierenden? Der Studierenden und auch, dass wir wirklich in Master-Vorlesungen auf Forschungslevel unterrichten können. Insofern, also ich kann nicht so einfach vergleichen die Forschung in England, die ich unterrichtet habe, mit der Forschung in Deutschland. Trotzdem würde ich ganz klar sagen, ich würde eine flexiblere Lehrbelastung oder auch mal, dass man was schieben kann, ganz klar bevorzugen. Was auch eine große Belastung hier ist, was, glaube ich, Ausländer nicht verstehen, sind die Betreuung von Arbeiten, also Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Promotion, das ist natürlich relativ viel. Auch da ist es zweischneidig. Es macht oft sehr viel Spaß. Man profitiert auch oft davon, wenn man gute Studenten hat. Aber ich glaube, das muss man erleben. Und dafür muss man die Leute hierher bringen, muss man mit denen arbeiten und vielleicht die so überzeugen, dass man in Deutschland leben und auch arbeiten kann. Das Geld haben Sie jetzt gar nicht erwähnt. Das ist gar nicht so wichtig. Okay. Für mich persönlich ist das Geld nicht die oberste Priorität. Und so habe ich auch nie entschieden. Also ich finde die Arbeitsbedingungen wichtiger als das Geld, wobei das Geld natürlich mitspielt. Also insbesondere spielt für mich auch mit, nicht nur das eigene Gehalt zu gucken, sondern auch, ob Geld da ist, das man einsetzen kann, um was zu machen. Zum Beispiel, wenn ich an der Uni bin, wo ich mir jedes Mal überlegen muss, ob ich Leute zum Seminar einladen kann, weil keine Gelder da sind, oder ich Kollege den Dekan fragen muss, ob ich da Gelder haben kann, dann wäre das für mich kein Ort zum Sein. Und da denke ich, ist manchmal in USA zum Beispiel ein kleiner Vorteil, also fand ich persönlich, dass zum Beispiel NSF-Grants teilweise einfach kleinere Gelder, also im Vergleich zu EAC, kleinere Geldbeträge geben, um einfach solche Sachen zu machen. Also ich brauche nicht unbedingt einen riesigen EAC-Grant, um mein absolutes tägliches sagen, Leben finanzieren zu können. Also da würde ich mir sicherlich Veränderungen wünschen. Ich sehe, dass durch die Exzellenzinitiative vieles besser geworden ist und das finde ich sehr positiv, aber man kann da, denke ich, einiges. Also Ihre Kollegin würde von Ihnen ein enthusiastisches Wohl als auch kriegen, sozusagen. Ja, ja.
Herr Sturm hatte sich lange zu Wort gemeldet, dann würde ich gerne einmal zu Ihnen öffnen und dann zu einer Abschlussrunde zurück nach vorne gehen. Herr Sturm. Ja, ich wollte noch mal auf die Frage der finanziellen Ausstattung der Universitäten kommen, eben auch im Zusammenhang mit der Tatsache, dass in Deutschland faktisch alle Universitäten eben öffentlich finanziert sind. Ich habe hier ein schönes Zitat, das freundlicherweise die Schweizer Finanz- und Wirtschaftszeitschrift im März 2017 bereitgestellt hat mit der Universität Bonn als Vergleichsgröße. Und da werden die Kosten verglichen, die verschiedene Universitäten für die Ausbildung von Studenten aufwenden. Stanford hat $250,000 pro Jahr, Berkeley $105,000, die Uni Zürich $32,000 und die Universität Bonn €17,000. Also Faktor 12 gegenüber Stanford, Faktor 6 gegenüber Berkeley. Das sind einfach mal Zahlen, mit denen wir zunächst mal uns abfinden müssen. Zunächst. Es ist sicherlich sehr erfreulich, dass durch die Exzellenzinitiative wir einzelne Schwerpunkte deutlich stärker fördern können als die große Breite. Nur so können wir das schaffen, dass wir wirklich auch Forschungsspitzen ausflacken, parallel zu dem Auftrag, die Breite auszubilden. Aber ich glaube trotz allem, dass ins System insgesamt einfach auch noch mehr Geld reingehen sollte. Mhm. Und auch um diese Spitzen auszuflacken, wenn jetzt eine Universität wie Bonn mit 7 Clusteranträgen ins Rennen geht und pro Student eben, was steht hier, 17.000 € verfügbar hat, dann ist es ja kaum möglich, in diesen Bereichen, wo offensichtlich Potenzial da ist für Spitzenforschung, wirklich das auch umzusetzen. Also da ist ein ganz starker Appell einfach auch an Landesregierung, auch an das System insgesamt, Bundesregierung und so weiter, in das System noch mehr Geld hineinzuspeisen. Hier die Quintessenz aus diesem Artikel aus Finanz und Wirtschaft war, es gibt klare Grenzen der Effizienz. Das ist das, was wir auch immer wieder erleben. Und die abschließende Bemerkung war, so verdammen die europäischen Geldgeber ihre öffentlichen Universitäten zumeist in die Regionalliga. Gerade da wollen wir ja rauskommen. Also insofern glaube ich schon, dass der Faktor Geld jetzt nicht unbedingt für die individuelle Bezahlung, aber für die Förderung von Spitzenstandorten ganz essentiell ist. Wir werden das nicht nur durch gute Logistik hinbekommen. Und diese Zahlen, die Sie zitieren, sind ja sehr beeindruckend und zeigen ja eigentlich zweierlei. Sie zeigen einerseits, wie effizient im Grunde das deutsche Wissenschaftssystem ist oder die deutschen Hochschulen. Exakt. Ja. Und andererseits eben auch, wie ineffizient vielleicht zum Teil auch die Lobbyarbeit ist, die die Wissenschaft oder Hochschulen seitens der Politik immer noch hat. Ja, also irgendwas fehlt ja da. Es ist ja nicht so, dass Deutschland insgesamt ein so viel ärmeres Land ist. Also da ist ja offenbar ein Unterschied. Hat übrigens auch was mit privaten Geldern zu tun, das ist eine andere Frage. Interessanterweise, es gibt von Fulbright, da habe ich mal mitgemacht, eine Reise einmal im Jahr von US-Administratoren an deutsche Hochschulen, die dann immer ganz beeindruckt sind davon, wie sparsam die sind und wie viel die mit dem Geld erreichen. Also man kann auch davon was lernen, sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, Sie haben Fragen, Sie haben Anmerkungen. Ich würde jetzt gerne ein paar... Herr Viada, darf ich noch einen Satz sagen? Ich finde das immer gut und richtig, dass man sich mit dem Besten misst. Aber die USA hat, glaube ich, nicht nur 10 Universitäten, sondern deutlich mehr, 3.000 oder 3.500, ich weiß es nicht genau. Und wenn man die Systeme vergleicht, dann bitte auch mal die Gesamtsysteme. Mhm. Und da sind die USA nicht halb so gut aufgestellt wie wir. Da könnten wir jetzt lange drüber diskutieren, auch wenn wir uns anschauen, wie viel gibt tatsächlich geben die USA oder Großbritannien für ihre Wissenschafts- und Hochschulsysteme aus als Anteil am Volkseinkommen, und wenn wir feststellen, die geben trotzdem mehr aus als die Deutschen. Und insofern, da muss man, glaube ich, sehr stark differenzieren. Aber die Diskussion sollten wir jetzt vielleicht nicht zu lange führen, sondern Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, an der Stelle sich zu Wort zu melden, uns ein paar Impulse noch mitzugeben. Ich würde gerne ein bisschen sammeln. Wenn Sie sagen, ihr seid da vorne so toll am Diskutieren, macht mal weiter, ist auch gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch noch Punkte haben. Bitte schön. Wir machen es so, dass wir das Mikro rumgeben und kurze Impulse. Ja, die Frage mit kalkulierbaren Karrierewegen für Nachwuchswissenschaftler, Tenure-Track, das ist ja jetzt ganz neu. Und die Frage, wie wichtig ist das, wenn ich wirklich die Top-Leute, die gerade ihre Promotion in USA zum Beispiel abgeschlossen haben, dann nach Deutschland holen möchte? Mhm. Alles klar, ganz herzlichen Dank. Wir sammeln jetzt ein kleines bisschen, Stichwort Tenure-Track. Bitte schön. Ja, wir haben
viel über die ETH ja gehört und gesprochen. Also ich bin selber von der ETH nach Deutschland gekommen, erst zur Max-Planck-Gesellschaft und dann vor 9 Jahren nach Bonn. Und ich habe das sicher, das war keine leichte Entscheidung. Beide Entscheidungen waren nicht leicht, aber beide habe ich nicht bereut. Und ich glaube, wir müssen all die Punkte angehen, die Theo Sturm auch angesprochen hat. Aber ich glaube, es gibt auch eben ein Potenzial und eine Aufbruchsstimmung. Und das müssen wir eben auch nach außen kommunizieren. Herzlichen Dank für das Statement. Weitere Wortmeldungen, Fragen, Statements, Anstöße? Könnte man sagen, wir haben also erschöpfend diskutiert, entweder inhaltlich oder emotional. Bitte schön. Ich wollte eigentlich auch nur ein Statement machen über, ich habe diese ganzen Berufungsverhandlungen und so weiter über 10 Jahre ziemlich genau verfolgt. Und dann, es war selten, außer bei den Ökonomen, eine Frage des Geldes, bei uns nie. Und es waren immer Dual Career oder fehlende Tenure-Sachen, die zur Ablehnung von Rufen gefallen. Diese beiden. Mehr Dual Career, weil dann einfach dem Mann konnte eine Mitarbeiterstelle nur gegeben werden für eine befristete Zeit. Das ist nicht attraktiv mit USA, die heuern die beide als Assistant Professor. Und das ist durchgängig und die Zahl, um die es da geht, ist 10 bis 20. Herzlichen Dank. Dann gehen wir wieder nach vorne zurück. Ist denn jetzt protestiert noch jemand? Weil das passt doch jetzt eigentlich gut, weil jetzt das Stichwort Tenure Track gleich zweimal vorkam. Sie haben zwar gesagt, Dual Career ist vielleicht sogar noch wichtigerer Faktor gewesen, mit das Stichwort Karriereplanbarkeit. Jetzt können wir sagen, auch da haben wir jetzt ja so ein bisschen schon einen Check dran gemacht, das Thema Tenure Track haben wir jetzt im Blick. Aber reicht das schon, Herr Sturm? Also Tenure Track ist sicherlich ein wichtiger Aspekt gewesen bei einigen der jungen Wissenschaftler, die in den USA eben in sehr jungen Jahren schon die Perspektive eine quasi dauerhaften Stelle bekommen, wo wir noch gezögert hatten, eben einfach einen dauerhaften Ruf auszusprechen. Es ist nicht das Allheilmittel, das ist auch ganz klar. Also denn, da schwingen natürlich viele Aspekte mit. Es ist das wissenschaftliche Umfeld, es ist die Frage, wie weit kommt man dann auf so einer Tenure-Track-Stelle, in welche Aufstiegsoptionen man hineinkommt, also wenn man Tenure-Track in Berkeley oder Stanford hat, das ist eben auch was anderes als an einer durchschnittlichen deutschen Universität, das ist auch ganz klar. Aber wir versuchen jetzt auch in unserer Neuaufstellung des Exzellenzclusters dezidiert eine Tenure-Track-Komponente mit einzubauen. Im deutschen System hat man natürlich immer Angst, wenn man diese Komponente zu stark ausbaut, dass man in wenigen Jahren das ganze System verstopft hat. Das ist das, was, glaube ich, viele etwas zögern lässt. Aber wir sehen auch einen Handlungsbedarf, um nicht einfach die Generation der 30- bis 35-Jährigen zu verlieren, die ansonsten sich woanders bewerben. Viele sind ja auch nach England gegangen. Dort kommen sie jetzt zum Glück zurück, weil dort die Rahmenbedingungen so unvernünftig gestaltet werden. Aber die in USA Tenure Track erstmal eingeschlagen haben, kommen wirklich zum größten Teil nicht mehr zurück. Wobei, das muss man ja schon sagen, Tenure Track, das Modell ist in den USA ja ein anderes als bei uns. Ich glaube aber trotzdem, dass die letzten Jahre zumindest dazu geführt haben, dass hier ein deutsches Verständnis von diesem Qualifizierungsweg formuliert worden ist und dass die Hochschulen in der Regel auch so im Rahmen ihrer Möglichkeit und im Rahmen dessen, was eben an Berufungsfällen in den nächsten Jahren frei wird und was das Land sozusagen auch nachhaltig stellt, daraus was machen, sodass sich die Situation tatsächlich bessert. Also das, denke ich, ist nicht mehr so das Hauptargument. Das war es sicher vor 5-6 Jahren. Frau Lücking, wenn Sie an Gain denken, da war das immer, vor ein paar Jahren die große Frage, Sie waren ja jetzt selbst da, Herr Viada, und da war immer die Frage, wie verläuft denn der Karriereweg in Deutschland, worauf kann ich mich verlassen und was sind die Risiken? Und ich glaube, da sind wir wirklich einen Schritt weiter gekommen. Nicht nur durch die Stellenvermehrung, die es gegeben hat, durch die Exzellenzinitiative und so weiter, auch durch ein gemeinsames Verständnis davon, dass ich den jungen Wissenschaftlern frühe Selbstständigkeit zubilligen sollte. Das ist ja auch bei unseren Förderprogrammen also der entscheidende Faktor. Und dass ich mit dieser frühen Selbstständigkeit eben auch einen festen Karriereverlauf eben sehen muss. Frau Stroppel hat sich zu Wort gemeldet. Herr Rieke, habe ich Ihren Blick auch richtig gedeutet, dass Sie... Frau Stroppel zunächst.
Also ich war mehrere Jahre lang Vorsitzender von der Bonn Junior Fellow Kommission, was 5 Jahresprofessuren sind, eben kurz nach der Promotion. Und da war ganz klar die Entwicklung in den letzten Jahren erkennbar, dass die Tenure-Track-Frage immer zentraler kommt. Also wir bieten im Moment noch keinen Tenure-Track an. Es wird aber immer entscheidender und die Nachfrage wird viel stärker. Wir hatten eine längere Diskussion auch darüber, Vor- und Nachteile. Und mir fällt ein paar Sachen dabei auf, die ich nicht weiß, wie ich sie zu bewerten habe, aber die ich extrem wichtig finde. Die eine Sache ist, es gibt in USA und in Großbritannien ein bisschen die Idee Tenure Track und auch dass man über Kollegen bewertet, dass man auch die Idee hat, dass prinzipiell Promotion möglich ist, also dass man befördert wird an der Uni, sodass der andere Kollege eine Meinung über einen Kollegen abgeben muss. Diese Tradition gibt es in Deutschland in meinen Augen nicht. Oder sehr wenig. Und ich finde das, ich finde es ein bisschen gefährlich, einfach ein Tenure-Track-System auf das deutsche System aufzustülpen. Und habe da ein bisschen Bauchschmerzen im Moment, wenn ich das sehe, dass es manchmal passiert. Die andere Sache, die natürlich auch immer mitspielt, wenn man ein Tenure-Track-System hat mit sehr vielen jungen Leuten, braucht man auch eine gewisse Flexibilität, dass man wechseln kann von der einen Uni zur anderen, dass man nicht sozusagen mit 2 Jahren nach der Promotion die Tenure-Track-Stelle kriegt und die dann Jahre lebenslang hat. In Deutschland hat man natürlich ein bisschen das Problem, dass das Wechseln auch innerhalb der Bundesländer gar nicht so einfach ist. Also auch da wäre natürlich der Wunsch da, dass man das flexibler machen kann. Das sind, denke ich, Anforderungen, die da sind. Ich habe persönlich natürlich auch keine Lösung, aber ich denke, das ist auch, was junge Leute sehen und für wichtig erachten. Herr Sturm, und dann würde ich zu einer Abschlussrunde kommen wollen. Ja, ich wollte hier nur ganz kurz eine Bemerkung nachschieben, die ich bei diesem ersten Statement zu Tenure Track eben vergessen hatte. Ich glaube, was ganz wichtig ist, unabhängig davon, wie wir das ausgestalten, ob wir das wirklich als Tenure Track implementieren oder auch als was auch immer an planbaren Karrierewegen, wir müssen in Deutschland darauf hinarbeiten, dass das Erstberufungsalter deutlich nach vorne geschoben wird. Ja, also nach aktuellen Statistiken ist, glaube ich, immer noch in Naturwissenschaften das Erstberufungsalter 40,4 Jahre. Wir hier am Hausdorff-Sender haben zumindest über die letzten 10 Jahre ein Durchschnittsalter von 34,4 geschafft. Und bei den Stellen, von denen Frau Stroppe gesprochen hat, W2 auf Zeit, sind wir bei 31,0. Haben trotz allem oft auch natürlich nur den zweiten Preis gewonnen. Das heißt, trotz dieser wirklichen sehr frühen Berufungen sind uns viele gute Leute durch die Lappen gegangen. Aber ich glaube, das muss die Richtung sein, die Deutschland anstrebt. Ja, dass wir zwischen 31 und 34 Jahren den Leuten sagen, ihr werdet im System eine Stelle finden. Wie auch immer das dann ausgestaltet wird. Und das irgendwo mit 37, 38 zu machen, ist sicherlich nicht mehr zeitgemäß. Und da werden wir viele Leute verloren haben. Gerade als Sie 31,0 sagten, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil das ist ja fast das frühere Absolventenalter gewesen vor der Bologna-Reform. Ja, also, aber Mathematiker sind ja in der Regel früh vollendet. Und hier in Bonn wird die Mathematik ja durch einzelne Personen statistisch auch noch im Alter gesenkt. Wenn ich denke, dass, also ich gucke jetzt nicht nur Herrn Müller an, sondern auch an Herrn Schulz. Also wenn jemand da mit 26 Jahren hier als Professor berufen wird. Die senken schon den Schnitt ein bisschen. Ja. Wir wollten es bewusst nicht nach W3 und W2 aufspalten, sonst wäre das W3 tatsächlich ziemlich exzeptionell. Ich würde jetzt gerne noch mal zu einer Abschlussrunde kommen und Sie so ein bisschen bitten, Prioritäten zu setzen. Wir haben viele Dinge gesprochen, die gut laufen, in Sachen Internationalisierung schon, aber auch über manches, was nicht so gut läuft. Das Thema Geld kam natürlich vor. Das müssen wir jetzt mal außen vor lassen, weil das ist immer richtig. Mehr Geld ist immer richtig, immer gut, sind wir uns schnell einig. Wenn Sie sich entscheiden müssten, was ist die eine Sache, die dringend sich bessern muss an Universitäten? Wir reden jetzt nicht von außeruniversitären Einrichtungen, wir reden von Universitäten, was sich bessern muss, damit wir in der Internationalisierung, und jetzt reden wir von Forschern, wir reden jetzt nicht über Internationalisierung des Studiums, wir reden nicht von Auslandsaufenthalten von Bologna, wir reden davon, internationale Forscher nach Deutschland zu holen, den Austausch mit internationalen Forschern zu erhöhen, junge Talente nach Deutschland zu ziehen. Was ist die eine Sache, die als am schnellsten, am wichtigsten sich tun muss? Wir sind schon ganz gut, aber was muss jetzt passieren? Und nicht Geld. Herr Sturm, fangen Sie an und dann enden wir bei Frau Stroppe. Und keine Antwort darf länger als eine Minute sein.
Okay, also was mir als erstes einfällt, wäre tatsächlich diese Regelung wie Kapazitätsverordnung. Das hat zwar mit Geld zu tun, aber das könnte man irgendwie sicherlich... Das sagen die Leute schon seit 40 Jahren, dass sie weg soll. Und insgesamt ist es natürlich wichtig, starke Zentren einfach auszuflachen, sichtbar zu machen, was wir auch bisher nicht erwähnt hatten. Durch diese Angebote, die wir haben, werden wir erst sichtbar auf dem amerikanischen Markt. Ja, wir haben unsere Bewerbungsfristen getaktet nach dem amerikanischen Markt. Einmal im Jahr gibt es Stellen für Postdocs, zweimal im Jahr für Doktoranden. Der amerikanische Markt ist einheitlich getaktet. Die AMS gibt die Fristen vor. In Deutschland ist es so, da geht der Assistent von dem Professor so und so irgendwo hin, dann gibt es am 17. April eine Stelle. Das wissen 7 Leute. Dadurch, dass wir das takten, ist eine Sichtbarkeit, und ich glaube, das würde ich allen empfehlen in Deutschland, dass der deutsche Wissenschaftsmarkt auch diese Sichtbarkeit erreicht. Herzlichen Dank, Frau Lücke-Michel. Die eine Sache. Die eine Sache, die mir so wichtig ist, ich glaube, wenn wir über Internationalisierung reden, ist heute Abend die ganze Zeit, was an Ländernamen und Orten gefallen ist, wir schauen nach Westen. Wir gucken immer von hier aus auf das angelsächsische System. Und wenn wir richtig spitze werden wollen, dann müssen wir nicht nur viel stärker nach Osten gucken. Nun ist gerade der chinesische Partner gerade rausgegangen. Ich glaube, gut, dass Sie hier im Netzwerk sind. Wir wissen noch gar nicht, was die Zahlen, die Quantitäten und die Qualitäten, die von China auf uns zukommen, hier bedeuten. Da müssen sich Unis viel stärker darauf einstellen. Und mein persönliches Anliegen ist, Wissenschaftskooperation mit Afrika und dann speziell mit Afrika Subsahara. Bitte schön, ich spreche nicht als Entwicklungspolitikerin, die sagt, wir müssen was machen, damit da Fluchtursachen bekämpft werden, sondern ich spreche als Wissenschaftspolitikerin, die davon überzeugt ist, wenn wir die Potenziale, die dort sind, nicht im Blick nehmen, als Partner, auch als Forschungs- und Wissenschaftsstandorte, dann springen wir zu kurz. Der nächste Einstein kommt aus Afrika. Schöner Satz am Ende. Herr Rieke. Anglifizierung der Hochschulverwaltung, Willkommenskultur hatten wir schon, die liegen mir am Herzen, deshalb will ich noch einen anderen Punkt nennen und das mit einem Lob der Gastgeber hier verbinden. Die internationale Vernetzung ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, und zwar eine Vernetzung, die noch stärker über die normale Vernetzung über Projekte hinausgeht. Und ein solches Netzwerk, wie uns hier heute vorgestellt wurde, was in einer gewissen Weise eine institutionelle, es arbeiten Institutionen enger zusammen. Ich glaube, das ist der nächste Reifegrad internationaler Kooperation, und der führt zu der Sichtbarkeit, die dann auch noch, ich sag mal, eine Attraktivitätswirkung hat auf ausländische Wissenschaftler oder auf deutsche Wissenschaftler, die im Ausland sind, und dann wieder ein Signal bekommen, wie attraktiv es womöglich zu Hause ist. Herzlichen Dank. Frau Zwonek. Da wir den Marketingfaktor ja nicht unterschätzen sollen, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, auch für die nächsten 10 Jahre ganz klar einen Konsens für Anstrengungen in Bildung und Wissenschaft hier sozusagen zwischen allen Akteuren im politischen System zu dokumentieren, dass wir damit den Hochschulen in vielen Bereichen einfach Zugänge verschaffen. Und ich glaube, da sind wir noch nicht so ganz gut aufgestellt. Wenn wir das so in der Spannung halten, dann können wir auch im Ausland mit Überzeugung sagen, komm nach Deutschland, denn hier wird alles möglich werden. Herzlichen Dank, Herr Müller. Im Grunde bin ich nah bei Herrn Sturm. Ich glaube, dass wir mehr Flexibilität in der Lehrbelastung brauchen. Und das hat natürlich Auswirkungen aufs Kapazitätsrecht. Nur man kann schlecht ausländischen Wissenschaftlern verkaufen, dass 9 Semester Wochenstunden und eine hohe Nachfrage von Studierenden den Arbeitsplatz natürlich in einem Maße beeinträchtigen können, der für Forschen es manchmal etwas schwierig macht. Also das ist für mich der dringendste Punkt. Ansonsten bin ich bei Frau Zornek. Es muss noch viel mehr Marketing gemacht werden. Zumal vielleicht nur ein Satz. Wir da ja noch sehr stark uns auch einen innerdeutschen Wettbewerb hinbekommen zwischen den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die all diese Probleme nicht haben mit Lehrbelastung, und den Universitäten auf der anderen Seite. Frau Stroppel. Ja, für mich ist auf jeden Fall wichtig eine flexible und schnelle Berufungsverfahren. Entschlackung von den administrativen Vorgängen. Auch die Willkommenskultur, denke ich, ist extrem wichtig. Das betrifft nicht nur die Leute an den Universitäten, sondern auch in der Gesellschaft.
dass man einfach offen ist für Wissenschaftler, die von anderen Ländern kommen. Und auch die Betonung, dass man junge Leute hierher holen kann. Also nicht erst, wie gesagt, mit 40 oder mit 45, sondern in einem Alter, wo die auch wirklich noch entscheiden, dass sie jetzt nach Deutschland kommen wollen und dann eine Chance sehen und nicht erst, wenn sie sozusagen ihr Leben dann mit Familie und allem festgesetzt haben. Mhm. Internationalisierung in Wissenschaft und Universitäten, einen ganz herzlichen Dank an unsere 6 Panelisten.